Herzlich willkommen zu Europa im Dialog. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, Norbert Hofer, ist heute mein Gesprächsgast, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Herr Minister. Dankeschön. Herr Bundesminister, ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch viele, viele Interviews mit Ihnen, aber vor allem auch viele Wahlkonfrontationen angesehen und vor allem auch eine mit dem heutigen Bundespräsidenten, der übrigens heute auf diesem Podium eine programmatische Rede zur Europäischen Union gehalten hat. Einleitend, Sie haben ja auch vor kurzen wenigen Tagen im Parlament eine Regierungserklärung in Vertretung für den Vizekanzler gemacht zur Europäischen Union. Was ist so Ihre Grundsatzrede, ganz kurz gefasst in wenigen Sätzen, für Europa? Nun, zunächst hat sich sehr viel verändert. Wir haben heute eine Generation, die eine Zeit außerhalb der Europäischen Union überhaupt nicht mehr kennt. Das heißt, da gibt es die große Hoffnung und Erwartung, dass wir einen Beitrag leisten, damit diese Europäische Union auch besser funktioniert. Es ist vorher angesprochen worden, ein Interview von mir, das gibt von mir relativ viele Interviews, weil der Wahlkampf so lange gedauert hat, wo ich gesagt habe, wäre Österreich heute nicht Mitglied der Europäischen Union, dann würde ich mich für bilaterale Verträge einsetzen. Warum? Weil in diesem Fall Österreich und die Schweiz gemeinsam in einer unfassbar starken Position gewesen wären, um sehr, sehr stark verhandeln zu können. Heute ist eine andere Aufgabe, nämlich danach zu trachten, dass wir einen Beitrag leisten, damit diese Union auch besser funktioniert. Und viele Dinge können wir besser machen. Darüber werden wir sicher im Detail sprechen können. Wir auch über die unterschiedlichen Aufgaben, die sich Ihrem Ressort stellen, auch im Hinblick natürlich die Ratspräsidentschaft. Aber zum Grundsätzlichen. Ich habe mir angesehen, dass Parteiprogramm der FPÖ im Hinblick auf Europa, und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie das maßgeblich geschrieben, hat sich, das ist schon 2011 veröffentlicht worden, hat sich da wesentlich von Seiten der politischen Grundhaltung für Sie etwas geändert, was die Europäische Union anlangt, vor allem jetzt auch in letzter Zeit durch die Regierungsbeteiligung? Nein, im Parteiprogramm ist, und ich kenne es fast auswendig, weil das so viel Zeit war, die wir da investiert haben, da ist ein klares Bekenntnis zur europäischen Integration festgeschrieben, aber auch ein klares Bekenntnis zu einem subsidiären Europa, in dem wir die Dinge, die wir gemeinsam zu erledigen haben, auch gemeinsam erledigen, die wirklich großen Aufgaben, und wo die Mitgliedstaaten sich um jene Dinge kümmern, die man selbst besser machen kann. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Wenn man sich die großen Herausforderungen der nächsten Jahre ansieht, dann haben wir bei den ganz, ganz wichtigen Unternehmen, die jetzt immer stärker werden, im digitalen Bereich, Firmen, da sieht man bei den stärksten Unternehmen USA, 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 dann kommt irgendwann mit zweimal China, dann wieder USA, USA. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass auch Europa in diesem Bereich wirtschaftlich stark ist. Also nicht nur bei einer Reindustrialisierung, dass die Betriebe auch wieder hier produzieren, sondern auch in diesen Bereichen der neuen Technologien. Sonst werden wir keine Chance haben, Schritt zu halten. Und die Chance hätten wir aber jetzt im Rahmen einer sehr spannenden Entwicklung. Absolut. Da möchte ich gerne noch ganz im Detail vertiefen. Aber zurück zum Parteiprogramm. Europa der Vielfalt, als Überschrift, Unterüberschrift, ein Verbund freier Völker und selbstbestimmter Vaterländer ist es, die Grundlage unserer Europapolitik und unserer internationalen Kontakte. Das Auffällige ist, das Wort Europäische Union kommt so explizit, zwar dann schon im Text vor mit Union, aber Sie definieren eigentlich ein anderes Europa. Sehe ich das falsch? Naja, Europa ist natürlich mehr als nur die Europäische Union, und die Europäische Union wächst ja auch weiter. Für mich ist das Wichtigste dieser Punkt der Vielfalt, dass unsere Stärke nicht ein amorphes Europa ist, wo alles gleichgeschaltet ist und jedes Land irgendwie so ähnliche Talente, Fähigkeiten, Interessen hat, sondern wir sind tatsächlich sehr unterschiedlich.
Schauen wir nur mal in den landwirtschaftlichen Bereich, also die völlig andere Topografie, völlig andere klimatische Verhältnisse. Und wenn wir viel durch Europa gereist sind, dann ist auch die Mentalität der Menschen eine andere. Aber genau das ist ja die große Chance, weil diese Vielfalt uns besonders stark macht und weil wir auch daraus unsere Stärke schöpfen können. Aber Vielfalt gibt es ja auch in der Europäischen Union. Sogar das Motto in Vielfalt geeint ist ja da, ist ja kein Gleichklang. Nein, warum ich frage ist, es wirkt etwas eigenartig, wenn eine etablierte, demokratisch gewählte Partei, die lange Jahre Oppositionspolitik betrieben hat, jetzt auch in der Regierung ganz wichtiger Position ist, aber dann in ihrem Europabekenntnis im Offiziellen so allgemein weitet. Warum können Sie nicht ganz konkret Nein, die Europäische Union? Da muss ich widersprechen, allgemein. Das Parteiprogramm, Sie kennen es, die große Herausforderung war, ein altes Programm, das zig Seiten hatte, herunterzukürzen auf, ich glaube, 12 Seiten sind es. Also wirklich ein Grundsatzprogramm zu schreiben. Ich habe es auch so gemacht, es ist zuerst eine Präambel, dann kommen 10 Leitsätze und dann kommen die Hauptkapitel jeweils mit dem Leitsatz obendrauf in einem kurzen Text. Also ich wollte ein Programm machen, das über viele Jahre Bestand hat und das geht nur dann, wenn ich die Grundsätze festschreibe und nicht überall in jedes Detail hineingehe. Sie werden es in jedem Kapitel finden. Aber dann gibt es auch das hinter diesem Parteiprogramm ja viele Publikationen, Bücher und so weiter, die sich dann genauer mit diesen Inhalten beschäftigen. Aber der Satz, wir bekennen uns zur Europäischen Union oder zur Mitgliedschaft, den Sie ja bei der Regierungserklärung ganz selbstverständlich gesagt haben. Ja. Aber warum steht der nicht im Parteiprogramm? Aber dafür steht ja der Satz, wir bekennen uns zur europäischen Integration. Das ist ja ganz klar, was auch damit gemeint ist. Also das ist ein ganz klares Bekenntnis zur Europäischen Union. Das ist eine Umschreibung, aber es stimmt, das geht in die Richtung. Aber warum fällt es der FPÖ dann so schwer, dieses klare Bekenntnis zu sagen? Also das ist nicht schwer, ich habe es ja auch jetzt im Parlament gesagt, wie wichtig es ist, in diesem internationalen Umfeld diese großen Herausforderungen zu bewältigen. Das geht nur in diesem Verbund der Europäischen Union, denn wir haben einerseits den amerikanischen Protektionismus nun, der uns wirklich Probleme macht, wir haben in China, das stark wächst, Russland wird stärker, aber genau das ist auch unsere Schwäche. Wo ist jetzt die Europäische Union? Und da gibt es für uns unfassbar viel zu tun. Absolut. Nein, schauen Sie, okay, das Parteiprogramm ist ja auch jetzt schon einige Jahre alt und wahrscheinlich werden Sie jetzt dann während der Ratspräsidentschaft... Nein, ich werde kein neues Parteiprogramm schreiben. Nicht? Nein, da habe ich in der Ratspräsidentschaft wirklich keine Zeit. Nein, ich habe es auch nicht vor. Ich hatte die Hoffnung, Sie schreiben dann das Bekenntnis zur Europäischen Union hinein. Also ich glaube, es ist ausreichend definiert in diesem Parteiprogramm. Nein, das Parteiprogramm wird noch viele Jahre bestehen, aber ich schreibe jetzt kein neues, weil... Ich habe, glaube ich, 100 und an die 150 Ratsarbeitssitzungen zu betreuen. Und der Prozess, ein Parteiprogramm zu schreiben, ich weiß noch genau, wie es ist, du kämpfst um jeden Satz. Es sind ja dann viele Spiele dabei am Ende und es wird dann ganz am Schluss um jeden Satz auch, nicht gestritten, aber diskutiert, kann man so formulieren oder anders. Und so wie es jetzt ist, ist es gut. Alles klar. Dann darf ich aus diesem guten Parteiprogramm noch einen Satz zitieren, nämlich... Wir bekennen uns zu einem europäischen Vertragswerk mit einem Rechte- und Pflichtenkatalog für Union und Mitgliedstaaten, also da ist Union drinnen, die verfassungsrechtlichen Grundprinzipien der souveränen Mitgliedstaaten müssen absoluten Vorrang vor dem Gemeinschaftsrecht haben. Nachgefragt, weil ich das nicht verstehe, verfassungsrechtliche Grundprinzipien der souveränen Mitgliedstaaten. Wir lernen über die Europäische Union, Unionsrecht steht über dem Nationalrecht. Verstehe ich da den Satz falsch? Aber nicht über der Verfassung der Mitgliedstaaten. Das ist damit gemeint. Also wenn es eine Maßnahme gibt, die die Verfassung des Mitgliedslandes berührt, dann sind jene Maßnahmen zu setzen, die eine Verfassungsänderung auch möglich machen. Zweidrittelmehrheit oder wenn im Grunde die Verfassung berührt ist, auch eine Volksabstimmung. Also wenn jetzt zum Beispiel beschlossen werden würde, die Europäische Union ist ein Zentralstaat, wo die Parlamente weitaus weniger Rechte haben, als das bisher der Fall ist, dann müsste man auch eine Volksabstimmung darüber durchführen. Das haben Sie auch im Wahlkampf immer wieder gesagt, das ist ja
Also ist mir jetzt nicht neu. Mhm. Warum konzentriert sich das so? Es gibt ja auch viele andere Veränderungen. Die Europäische Union verändert sich. Es ist immer ein Kompromiss, eine Entwicklung. Gerade, Sie haben es ja vorher schon angesprochen, die vielen Herausforderungen, die sich der Europäischen Union stellen. Da muss man reagieren. Ich wollte jetzt eigentlich nicht schon so am Anfang unseres Gespräches mit der Frage kommen, aber okay. Einstimmigkeitsprinzip. Sie haben im Wahlkampf für die Präsidentschaftskandidatur, sind Sie bei einer Wahlkonfrontation fast explodiert. Das war sehr, wenn Sie sich erinnern, sehr hitzig mit Van der Bellen. Es waren so viele, ich bin mir nicht sicher, welche es immer. Wenn ich es Ihnen sage, wird kommen die Erinnerung sicher zurück. Nein, Sie haben sich ganz massiv gewehrt, also gegen die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat. Und hat sich da was geändert für Sie? Nein, wir haben in vielen Bereichen ja keine Einstimmigkeit bei Entscheidungen auf europäischer Ebene. Wissen wir, das ist auch unglaublich schwer, dann oft Einstimmigkeit zu erreichen. Aber in anderen Bereichen bin ich schon dafür. Das war nämlich das Versprechen, das man uns gegeben hat. Und man muss ja erinnern, damals, als wir der Europäischen Union beigetreten sind, wurde ja vieles versprochen. Ja? Zum Beispiel, der Schilling bleibt. Jetzt ist der nicht geblieben. Joghurt wird billiger. Ich glaube, das ist tatsächlich umgesetzt worden. Ganz, ganz viele Dinge. Und eines ist auch versprochen worden, auch ein kleines Land wie Österreich. Über das wird man nicht drüber fahren können. Und da ist die Frage der Einstimmigkeit schon eine, die wichtig ist. Und mit gutem Willen erreicht man auch am Verhandlungswege eine Einigung, eine Lösung, wo dann auch alle mit können. Also ich weiß, es dauert länger, es ist schwierig, es ist kompliziert, aber letztendlich ist es mir lieber, es ist so. Aber was ist es lieber, so, ist es so? Dass es das Einstimmigkeitsprinzip gibt, als würde man sagen, nein. In entscheidenden Dingen. Nicht? In entscheidenden Dingen. Zum Beispiel der mehrjährige Finanzplan ist gekoppelt an ein Einstimmigkeitsvotum. Also wir hätten es anders, wo man dann sehr, sehr schnell durch mit großen Staaten Entscheidungen treffen könnte, die nicht in unserem Interesse wären. Was wäre das Ergebnis? Einige kleinere Staaten würden sich benachteiligt fühlen und wir hätten dann eine Diskussion, ob man überhaupt in dieser Union Mitglied sein will. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Aber schauen Sie, im Hinblick auf Überstimmung gibt es ja Unterschiede. Ja? Weil Einstimmigkeitsprinzip heißt ja, es kann eine einzige Stimme eine Gesamtentscheidung, sagen wir der 27 Mitgliedstaaten, entscheiden, verhindern. Eine qualifizierte Mehrheit repräsentiert ja immer noch eine Mehrheit, wie das Wort schon sagt. Und wir haben ja grundsätzlich auch im politischen Geschehen auf nationaler Ebene Mehrstimmigkeitsprinzip. Und mir fällt jetzt gar nicht ein, wo es ein Einstimmigkeitsprinzip gäbe. Schauen Sie zum Beispiel, wenn es das um die Frage vielleicht ging, in der Bundesregierung. Darf ich ein Beispiel bringen? Österreich ist vom Transit, vor allem in Tirol, sehr geplagt. Man stelle sich vor, es würden jetzt Entscheidungen getroffen werden über die Köpfe der Menschen hinweg. Man sagt, das ist alles kein Problem. Die Maßnahmen, die gesetzt werden, sind nicht rechtens. Es wird völlig geöffnet, es gibt keine Blockabfertigung und so weiter. Das ist alles verboten. Also es gibt schon Dinge, die ein Land unmittelbar in den vitalsten Interessen berühren. Und darauf muss man schon auch Rücksicht nehmen. Aber schützt da das Einstimmigkeitsprinzip? Und ich glaube, in dieser Einstimmigkeit geht es gar nicht um Einstimmigkeit, oder? Wie meinen Sie Nein, das? Nein, wenn man jetzt über Transit, dieser singuläre Fall oder diese Entscheidung ist ja nicht jetzt ans Mehrstimmigkeitsprinzip des Europäischen Rates gebunden, sondern das entscheiden Sie auf Ratsebene. Und ist da Einstimmigkeit gefragt? Wenn man sagt, man würde eingreifen in Rechte der Mitgliedsländer, zum Beispiel was die Blockabfertigung anbelangt, ich glaube schon, dass das derzeit nicht möglich ist. Kann ich jetzt nicht genau, bin ich kein Experte, kann ich nicht beantworten. Aber noch einmal, die Einstimmigkeit. Ich denke, es ist halt, also ich habe heute mit einigen Schülern gesprochen und haben wir genau über dieses Einstimmigkeitsprinzip diskutiert. 27 Schüler in einer Klasse. Wenn da jetzt Einstimmigkeitsprinzip sein muss, wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil jederzeit einer den anderen das vermasseln kann und sagen, okay, wir fahren nicht auf Sportwoche dorthin, sondern weil ich möchte nicht auf Sportwoche, verhindere ich das. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel mit
mit dem Transit, bei allem Verständnis natürlich auch aus österreichischer Sicht, keine Frage, aber ich sage jetzt einmal zum Beispiel, wenn wir ein ganz akutes Tragethema nehmen, Schutz der Außengrenze, denke, wir werden noch darüber sprechen. Aber wenn ein betroffenes Land jetzt sagt, also nehmen wir mal an, alle Mitgliedstaaten würden sich darauf einigen zu einem gemeinsamen Grenzschutz auf europäischer Ebene und ein Land sagt, ich will das aber nicht, dann können sie Purzelbäume schlagen und es wird keinen gemeinsamen Außengrenz. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil der Grenzschutz derzeit überhaupt nicht funktioniert. Ja, eben. Deswegen. Und weil Sie das Beispiel der Schule gebracht haben, ist es doch anders. Einstimmigkeitsprinzip würde bedeuten, ich zwinge diesen einen Schüler, der nicht mitfahren will, er muss mitfahren. Und er hat keine Chance, daheim bleiben zu dürfen. Mhm. Also wir haben ja in Österreich auch in unserem Rechtssystem ja auch die Minderheiten, auch die Minderheitenrechte. Absolut, ja. Dass auch eine Minderheit Gewicht hat. Und nichts anderes ist ja das Einstimmigkeitsprinzip. Dass auch in wichtigen Fragen ein kleines Land eine Minderheit auch eine Möglichkeit hat. Und Österreich ist insgesamt, wenn ich das sagen darf, so ein bisschen alleine. Wir haben einerseits die Benelux-Staaten, die einen Verbund innerhalb der Europäischen Union gebildet haben, wo man auch zusammenarbeitet. Wir haben die großen Spieler Frankreich und Deutschland. Wir haben Visegrad, wo man sehr eng und sehr erfolgreich zusammenarbeitet. Wir sind in keiner Kooperation. Und deswegen ist es für uns schon wichtig, dass es in ganz, ganz wesentlichen Fragen auch weiterhin dieses Einstimmigkeitsprinzip gibt. Ja, aber schützt sie da das Einstimmigkeitsprinzip? Und ich glaube, bitte? Schützt sie da das Einstimmigkeitsprinzip? Weil Sie sagen, Sie sind nicht im oder wir sind nicht im Verbund mit den Visegrad-Staaten zum Beispiel. Ja, ganz besonders, weil wir in vielen Bereichen am wenigsten Gewicht haben. Es gibt nur die Stimme Österreichs. Visegrad tritt gemeinsam auf. Benelux tritt gemeinsam auf. Frankreich und Deutschland haben ein völlig anderes Gewicht. Und deswegen, also ich wäre nicht dafür, in wesentlichen Fragen das Einstimmigkeitsprinzip aufzugeben. Ich sage noch einmal, das ist schon eines der wesentlichsten Versprechen, das uns gegeben wurde beim Beitritt, dass in wichtigen Fragen auch unsere Stimme, die Stimme Österreichs, großes Gewicht hat. Herr Hofer, vielleicht bin ich naiv, aber danke. Aber bin es auch, manchmal, ja. Ich schäme mich auch nicht dafür, aber wenn Sie sagen, man muss das, was falsch läuft in der Europäischen Union, korrigieren und verändern, dann muss man ja Wege und Prozesse haben, um Änderungen durchzuführen. Mein Argument ist eben das Einstimmigkeitsprinzip würde das zum Beispiel verhindern. Weil es kann immer jemand blockieren. Ja, aber mit diesem Argument, das Sie jetzt vorbringen, hätte es niemals neue EU-Verträge gegeben. Die gab es aber immer wieder. Ja, natürlich, weil man sich durchgerungen hat und etwas verändert hat. Ja. Nein, ich wollte ja sagen, meine Naivität besteht ja darin, dass ich glaube, dass Sie im Rat, und wenn Sie jetzt auch den Ratsvorsitz in Ihrem Ressort haben, dass Sie da diplomatisches Geschick haben, dass Sie ausgewogen die Interessen der verschiedenen Mitgliedstaaten zusammenbringen und es eigentlich das Einstimmigkeitsprinzip gar nicht als letzten Trumpf braucht, sondern weil man sich durchringt zu Entscheidungen. Dieses Geschick traue ich Ihnen zu. Das ist in wichtigen Fragen. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Also wenn man sieht, wie die Sitzungen im Rat ablaufen, ich glaube, es ist gut so, wie es ist. Wirklich. Ich würde an diesem Prinzip nicht rütteln. Aber Sie wollen doch was weiterbringen. Sie wollen doch die Blockierer hinter sich lassen und sich nicht mit denen herumärgern. Und ich meine, Sie mit Ihrem diplomatischen Geschick werden in der Schulklasse den einen nicht zwingen mitzufahren, sondern eine andere Lösung finden. Aber deswegen braucht es ja nicht das Einstimmigkeitsprinzip. Doch. Also ich bin der Meinung, und wissen Sie, wer Blockierer ist, ist immer eine Frage der Sichtweise. Also wir sehen es bei vielen Diskussionen, auch bei den Mobilitätspaketen, es sind verschiedene Interessen, immer, und man ist gezwungen, eben den Ausgleich zu finden. Ich habe übrigens bei der letzten Sitzung gesagt, ich mache eine Konklave in Wien, wo ich die Vertreter jener beiden Gruppen, die sich derzeit nicht einigen können, zusammenbringe im kleineren Kreis, um eine Lösung zu finden. Also es gibt auf diplomatischen Wege viele, viele Möglichkeiten. Und Österreich ist ja auch ein Land, das hervorragende Diplomaten hat und Diplomatinnen, die hier mit unterstützen.
Da können wir sehr stolz darauf sein. Ich bin mir sicher, wir werden auch so einen guten Weg finden. Absolut. Aber vielleicht ist ja die Entwicklung der Europäischen Union einmal, dass man das dann durchdiskutiert. Muss ja nicht während der österreichischen Ratspräsidentschaft sein. Nein, da wird sein. Das nicht passieren. Das glaube ich auch. Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Herr Minister, die großen Herausforderungen, die sich Europa stellen, der Europäischen Union, wo sind Sie, haben bei Ihrer Regierungsrede die Prioritäten genannt. Wir wissen, die Ratspräsidentschaft steht unter dem Titel Ein Europa, das schützt. Und Außengrenzschutz, Terrorismusbekämpfung, haben Sie angeführt, sind die wesentlichen Komponenten. Was sind die Ziele während der Ratspräsidentschaft im Hinblick zum Beispiel auf den Außengrenzschutz? Denn was man so aus Regierungskreisen, und Sie sind ja auch Regierungskoordinator zusammen mit Bundesminister Blümel, in vielen Interviews oder Regierungsstatements haben Sie jetzt gesagt, die Balkanroute ist wieder offen oder es gibt da Ängste, dass sie offen sein könnten. Wie wird der Außengrenzschutz organisiert werden? Nun, zunächst darf ich sagen, dass das Motto ein Europa, das schützt, über dieses Thema weit hinausgeht. Das ist ein Grundsatz, dem wir uns gewidmet haben. Das heißt auch zum Beispiel, dass wir in meinem Bereich bei den Fahrzeugsystemen auch aktiv werden und die Sicherheit der Fahrzeuginsassen noch mehr schützen wollen, als das bisher der Fall ist. Erstens durch Fahrzeugtechnik, aber auch durch die Art und Weise, wie man Straßen baut. Also das ist können wir über das Thema Verkehr ein bisschen später reden? Ich wollte es nur erklären, weil Europa das schützt nicht nur den Außengrenzschutz anbelangt, sondern jedes Ministerium, das ist Lebensmittelsicherheit, also ganz viele Dinge. Wenn Sie jetzt die Grenzen der Europäischen Union ansprechen, dann hat ja die Vergangenheit gezeigt, dass ein Modell, wo Grenzen so offen sind, dass ich nicht kontrollieren kann, wer in die Europäische Union einwandert, höchst missbrauchsanfällig ist, weil im Sog vieler Menschen, die Asyl gesucht haben, auch jene gekommen sind, die etwas ganz anderes gesucht haben. Also einige der Attentäter, die wir erlebt haben in der Zeit danach, sind ja als vermeintliche Flüchtlinge gekommen, waren es natürlich nicht. Und deswegen muss man wissen, wer reist ein. Und wenn es jetzt um Außengrenzschutz geht, dann ist auch für mich vollkommen klar, dass viele Länder, die an der Außengrenze der Europäischen Union liegen, selbst nicht in der Lage sind, alleine diesen Schutz zu gewährleisten. Und deswegen müssen hier auch die Mitgliedsländer zusammenwirken, zusammenarbeiten, damit diese Sicherung auch gelingen kann. Dafür gibt es ja Frontex, wobei Frontex als Agentur ja nur dazu dient, die Mitgliedstaaten zu unterstützen, denn Außengrenzschutz ist genauso wie Asylrecht nationale Angelegenheit. Wobei auch natürlich es einen Missbrauch gibt von Schleppern, die, wir wissen es alle, besonders fragile Boote verwenden, wo man weiß, die gehen unter, in der Hoffnung, aus Seenot gerettet zu werden und dann in die Europäische Union gebracht zu werden. Und deswegen habe ich immer die Meinung vertreten, aber auch mit Barroso mal heftig darüber diskutiert in der Schweiz, dass wir bereits auch außerhalb der Europäischen Union sichere Bereiche schaffen müssen, wo Menschen, die wirklich verfolgt sind, Schutz finden. Dort wird das Asylverfahren durchgeführt und dann wird entschieden, wer braucht wirklich Schutz und wo sind Menschen, die eigentlich im Bereich Asyl nichts verloren haben. Absolut, aber das kostet ja auch mehr. Erste Frage, wären Sie dafür, diesen Grenzschutz tatsächlich auf europäischer Ebene zu heben? Darf ich nur sagen, dass ich bin der festen Überzeugung, also dass dieses System kostet weniger, weil natürlich der Euro, den wir hier investieren in Mindestsicherung und Betreuung, wenn ich das vergleiche, was kann ich mit diesem Betrag in Afrika erreichen? Ein völlig anderer Hebel ist. Also wenn wir dort Schutzmaßnahmen setzen vor Ort, erreichen wir mit den finanziellen Mitteln natürlich wesentlich mehr. Sie meinen mit der Entwicklungshilfe? Nein, nicht oder Entwicklungshilfe, das wird ein völlig anderer Bereich, sondern wirklich das, was wir aufwenden, um hier klar zu trennen zwischen echten Asylwerbern und denen, die eigentlich im System nicht verloren haben. Als Signal nach außen? So, oder wie? Auch aus finanziellen Gründen. Okay. Also wir dürfen nicht vergessen, also es ist schon sehr, sehr kostenaufwendig, wenn Asylverfahren Jahre dauern, ich muss die Menschen hier betreuen, versorgen und so weiter und oft auch jene, die gar kein Recht auf Asyl haben. Naja, absolut, aber Herr Hofer, so weit bin ich noch gar nicht, weil ich rede ja jetzt noch von den Außengrenzen und mache mir meine Fragen stellen Sie, wie Sie Außengrenzen geschützt werden sollen. Wir wissen,
In der Türkei sind 3,6 Millionen Flüchtlinge. Die FPÖ kritisiert oder überhaupt die Regierung, okay, die Europäische Union treibt auch die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht weiter, im Gegenteil, Gelder sind auch eingefroren, aber trotzdem gibt es diese Vereinbarung mit der Türkei. Würde die nicht bestehen, dann wird wahrscheinlich die Balkanroute tatsächlich wieder eine sehr bevölkert sein. Meine Frage ist, wie sollen die Außengrenzen geschützt werden? Da sind wir wieder bei einer grundsätzlichen Frage. Ich muss es da ein bisschen ausholen, bitte seien Sie mir nicht böse. Wir Mitgliedsländer haben den Fehler gemacht, dass wir unseren Verträge nicht halten. Es ging um die Konvergenzkriterien, das war uns dann egal, mit allen Folgen, finanziellen Folgen, die wir erleiden mussten. Es war Dublin plötzlich kein Thema mehr, ist uns egal, wo der Antrag gestellt wird. Und es sind Länder dem Schengen-Raum beigetreten und haben sich verpflichtet, die Grenze zu schützen. Als Österreich beigetreten ist, bin ich als Soldat an der Grenze gestanden und habe mich darum gekümmert, ja, das war wirklich kalt, dass hier niemand über die Grenze kommt, der nicht registriert ist. Mhm. Dann sind andere Staaten beigetreten mit denselben Verpflichtungen und haben diese Verpflichtung nicht ernst genommen. Und ich glaube, darauf müssen wir schon auch achten, wenn man etwas unterzeichnet, dass man auch die Pflicht hat, das auch umzusetzen. Gut, sehen wir, es funktioniert nicht. Jetzt müssen wir natürlich gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden, wo diese Grenze geschützt wird. Mir gefällt die Abhängigkeit von der Türkei überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich glaube nicht, dass Erdogan ein verlässlicher Partner ist. Und wenn er mal nicht mehr will, was machen wir dann? Es ist doch ein Druckmittel gegenüber Österreich. Man hört sich doch mal an, was dieser Politiker alles über Österreich sagt. 100.000 Türken in Österreich wahlberechtigt. Viele sicherlich Doppelstaatsbürger, illegalerweise. Wahlkampf in Österreich. Als der Putsch in der Türkei war, standen mitten in der Nacht auf plötzlich 5.000 junge türkische Männer auf der Straße und haben demonstriert, mitten in der Nacht. Das ist doch alles organisiert in Österreich. Das ist ja alles organisiert und auch nicht ungefährlich. Wenn es so viele Menschen gibt, die sagen, dieses Land, dieser Staat ist eigentlich nicht meine Heimat, ist mir nichts wert, ich fühle mich einem anderen System, dem System Erdogan verpflichtet. Das macht mir Sorgen. Absolut, das macht mir auch Sorgen und da sehe ich halt, dass Integration nicht gelingt. Also ich wundere mich dann oft, vor allem wenn ich tatsächlich junge, also türkischer Abstammung, junge Österreicher treffe, die sich dann trotzdem immer noch als Türken bezeichnen und vor allem auch in Naivität auch dem Führer unter Anführungszeichen anhängen. Die sind scheinbar noch nicht hier bei uns angekommen. Aber ich möchte jetzt nicht über Integration, weil das wäre ein abendfüllendes Thema, und noch einmal einfach zurück zur Flüchtlingsproblematik, also den Flüchtlingsrouten, und den Außengrenzschutz. Das ist eine ganz entscheidende Forderung der österreichischen Bundesregierung an die Europäische Union, erweitert ein Europa, das schützt, dass der Außengrenzschutz aufgebaut wird. Die Frage ist, wie? Soll es auf europäischer Ebene gehoben werden? Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel das Argument angeführt haben, dass manche Mitgliedstaaten in der Vergangenheit eben den Schengen-Raum nicht geschützt hat, wobei es ja da Übergangsfristen gab, weil nicht jedes Mitglied war ja sofort auch Außengrenze. Aber glauben Sie, deswegen ist es nicht vernünftiger, das zur europäischen Angelegenheit zu machen? Es wird zu einer Kettenreaktion kommen. Also das, was jetzt Österreich angekündigt hat, wird es auch Deutschland machen. Aber was meinen heute, Sie? Wenn Deutschland sagt, es wird niemand mehr über die Grenze kommen, der hier keine Chance auf Asyl hat. Österreich sagt das. Das Problem verschiebt sich ja dann wieder automatisch natürlich bis zur Schengen-Außengrenze. Deutschland, das heißt, Deutschland schickt Flüchtlinge nach Österreich, Österreich schickt sie verschiebt nach sich Ungarn bis oder zur Schengen-Außengrenze. Ja. Und deswegen ist der Weg, man muss diese Schengen-Außengrenze schützen. Das ist doch bitte für jeden Staat auf der Welt etwas Selbstverständliches, dass man seine Grenze schützen muss. Denn sonst kann er kommen und gehen, wer will. Und es sind vor allem jene Staaten betroffen, die ein starkes soziales System haben, Wo es eine starke Unterstützung gibt, natürlich kommen da Menschen, die nur aus finanziellen Gründen kommen. Also jedes Territorium muss auch geschützt sein und ich meine damit nicht abgeschottet.
Aber Sie, Sie meinen das nationale Territorium und nicht das europäische? Ich spreche jetzt auch von der Europäischen Union, vom Schengen-Raum, ja, der geschützt sein muss. Also es geht nicht jetzt um den nationalen Raum, die österreichischen Grenzen, sondern der europäische Schengen-Raum. Ja, darüber haben wir gesprochen. Ja. Und alles das, was jetzt passiert, was wir jetzt erleben, auch die Grenzkontrollen, wenn wir nach Deutschland fahren, das gibt es ja nur deswegen, weil die Außengrenzen nicht geschützt und nicht funktioniert. Das Versprechen, das wir uns selbst gegeben haben. Die sind ja lächerlich. Am Walserberg wird kontrolliert und bei den 5 anderen Grenzübergängen nicht. Und wenn Sie mit dem Zug fahren, wird auch nicht kontrolliert. Ja, reden Sie mal mit den Leuten in Kufstein, die werden Ihnen was erzählen, wenn Sie lächerlich sagen. Aber wissen Sie, alles das hat es ja nicht gegeben, noch vor einigen Jahren. Das ist nur deswegen der Fall, weil die Außengrenzen nicht geschützt sind. Und deswegen müssen wir sie schützen. Ja, eben. Noch einmal gefragt, wie? Es gibt seit vielen Hunderten von Jahren Länder und Staaten auf der Welt. Und alle diese Länder waren in der Lage, ihre Außengrenzen zu schützen und zu kontrollieren. Wenn die Europäische Union dazu nicht in der Lage ist, dann nimmt sie sich selbst nicht ernst. Und die Schengen-Verträge wurden ja auch unterzeichnet, wo wir uns verpflichten, die Grenzen zu schützen. Das ist schon klar. Aber wenn Sie sagen, die Europäische Union ist nicht in der Lage, die Außengrenzen zu schützen, dann meinen Sie, zeigen Sie auch mit einem Finger auf sich selber. Wir sind ja auch genauso. Wir machen es derzeit nicht und das ist der Fehler. Die Außengrenzen? Ja. Ich nehme schon an, dass die geschützt werden. Die europäischen. Nein, die europäischen Außengrenzen werden nicht geschützt. Also ich habe davon bis jetzt nicht... Also schauen Sie doch die Flüchtlingsbewegung 2015 an. Die sind durch eine geschützte EU-Außengrenze zu uns gekommen. Ja, aber 2015 ist schon etwas zurück. Wir reden von heute. Nein, also das ist... Schauen Sie, dann müssen wir darüber gar nicht diskutieren, dann ist alles toll. Da müssen wir nichts tun, das ist ja nicht der Fall. Nein, aber jetzt reden wir einander vorbei. Die Außengrenzen heute, 2018, sind geschützt, oder? Nein, das sehe ich nicht so. Nicht so? Zumindest funktioniert es nicht. Aber sonst würden ja alle Flüchtlinge zu uns kommen. Ja, es kommen ja noch zigtausende Flüchtlinge immer noch zu uns. Aber nicht so viele wie 2015, naja, das hat sich schon massiv geändert. Ja, aber ich sage Ihnen, wenn eine ähnliche Entwicklung eintreten würde wie 2015, dann würden wir mit den Maßnahmen, die jetzt gesetzt sind, dieselben Flüchtlingsströme erleben. Das würde genauso passieren. Und das sind ja auch die Befürchtungen, die man hat, dass so ein Fall wieder eintreten könnte. Trotz der hunderte von Kilometer Grenzzäune um Ungarn herum zum Beispiel? Also, wenn eine Grenze nicht insgesamt geschützt ist, was heißt dann, das? Werden die Wege dort sein, wo die Grenze offen ist. Deswegen war das ja so lustig, als Österreich im Jahr 2015 dann einen Zaun gemacht hat mit Seitentürl. Mhm. Ja? So etwas kann nicht funktionieren. Also entweder ich schütze eine Grenze insgesamt und wenn ich das nicht mache, dann bleiben eben Lücken und die Schlepper nutzen dann genau diese Lücken, um ihr perfides Geschäft durchzuführen. Ich meine, das ist ja auch Tagespolitik der Europäischen Union, auch von Seiten der Kommission. Da sind wir uns ja einig, dass die Außengrenzen geschützt werden sollen. Deswegen soll Frontex ja im Budget erhöht und mehr ausgerüstet werden. Sie sind nicht auf meine Frage eingegangen, ob jetzt der Außengrenzschutz von der nationalen Angelegenheit auch zur gemeinsamen wird. Aber ich habe gesagt, dass die Staaten an der Schengen-Außengrenze von allen Mitgliedsländern unterstützt werden müssen, damit sie ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen können. Also sind sie nicht allein gelassen? Richtig. Okay. Und es gibt ja auch, dass Österreicher teilweise mit 5 Polizisten irgendwo an der Grenze helfen. Ja, das wird mehr werden. Ja. Aber warum ist dann Österreich zum Beispiel nicht bereit, den mehrjährigen Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2027 mit mehr Mitteln auszustatten? Da gibt es ja die Streitigkeiten, Österreich möchte 1% des Brutto geben, die Europäische Kommission geht weiter, das Europäische Parlament noch viel weiter. Wenn Außengrenzschutz kostet,
als Beispiel. Warum ist man dann nicht mehr bereit, mehr zu geben? Naja, man kann das, die Frage des Budgets nicht an einer einzelnen Maßnahme aufhängen. Das ist eine zentrale. Das Budget, ja, es gibt ganz viele. Landwirtschaft ist ganz zentral, ganz viele zentrale Fragen. Ich war bei der letzten Diskussion dabei, jetzt bei einem gemeinsamen Essen mit der Kommission und den Mitgliedern der Bundesregierung, wo das natürlich auch eine Frage war, wie startet man die Union mit einem vernünftigen Budget auf? Klar ist natürlich, mit den Briten verlässt uns ein Nettozahler, die Europäische Union wird kleiner. Es ist ein schmerzhafter Prozess, auch einsparen zu müssen. Und natürlich wird man nicht mehr ausgeben können, als man das vorher getan hat. Aber es gibt Dinge, wo ganz klar ist, hier müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Das ist die Frage des Schutzes der Grenzen, aber auch die ganz große Investition in Breitband, 5G, Innovation, Forschung in Europa. Weil das macht uns zukunftsfit. Also genau dort müssen wir verstärkt investieren. Dann müssen wir schauen, was schaffen wir in der Betrugsbekämpfung tatsächlich. Sie wissen, wir verlieren relativ viel an Subventionsmitteln, weil wir nicht ausreichend kontrollieren derzeit. Und ich sage immer wir, weil wir alle die Europäische Union sind. Also natürlich muss man optimieren. Es war auch nicht einfach, ein Budget zu erstellen in Österreich, ja, wo wir sagen, wir haben zum ersten Mal seit 60 Jahren werden keine Schulden mehr gemacht. Lustig war das nicht für die Mitglieder der Bundesregierung, weil hat nämlich jeder in seinen Bereich schauen müssen, wo er einsparen kann. Aber das ist alles möglich. Und dann gab es Bereiche, wo wir gesagt haben, gut, da sparen wir nicht. Also da ging es darum, wie viele Personen brauchen wir in Zukunft bei der Polizei zum Beispiel. Oder auch in meinem Bereich bei der Forschung. Ich habe im Bereich der angewandten Forschung mehr Mittel, als das vorher der Fall war. Aber trotzdem ist man da sehr zurückhaltend. Ich habe mir, Sie haben ja, glauben Sie, dass die Forderungen, also jetzt Technologie und Außengrenzschutz, dass das im neuen, also im Entwurf des mehrjährigen Finanzplans nicht berücksichtigt ist? Also es war Thema auch bei den letzten Gesprächen und auch bei meinen Gesprächen mit der Kommission hatte ich schon den Eindruck, dass es hier den starken Willen gibt, in diesen Bereichen auch einen Investitionsschwerpunkt zu setzen. Mhm. Weil ganz einfach, wenn Europa mithalten will, auch im großen Konzert mit China, dann müssen wir ganz stark in Forschung, Innovation investieren. Das geht gar nicht anders. Ja, aber sind Sie überzeugt worden? Wird das nicht jetzt gemacht oder ist das nicht in dem Plan für die 7 Jahre enthalten? Ob ich überzeugt worden bin? Nein, nein, wir haben ja versucht zu überzeugen. Nein, wir haben ja gesagt, aber es gibt ja schon, Sie kennen ja schon, jetzt liegt ja der Entwurf vor, der diskutiert werden soll. Also die Kommission hat den Entwurf des Finanzplans vorgelegt, ganz genau aufgeschlüsselt, in allen Bereichen, auch in Ihrem Bereich. Und jetzt geht der Diskussionsprozess los. So Visionäre oder so Naivlinge wie ich haben ja trotzdem nur die Hoffnung, dass Österreich während der Ratspräsidentschaft das Kunststück vollbringt und es schafft, den mehrjährigen Finanzplan zum Abschluss zu bringen. Nein, aber wurden Sie nicht überzeugt bei diesen Gesprächen, dass dieses Konzept der Kommission eben genau diese Perspektiven bringt für mehr Innovation und Investition? Dass Sie meinen, mit Konzept der Kommission, dass man also mehr ausgibt, also dass man also deutlich über diesem einen Prozentpunkt liegt. Also ich glaube, der große Gap ist ja gar nicht zwischen dem Vorschlag von Österreich und der Kommission, sondern zwischen dem Vorschlag Österreichs und dem Parlament. Also da haben wir eine größere Lücke. Ja, aber, also die aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass man bei solchen Diskussionen, das geht ja nicht von heute auf morgen, das wird ja ein sehr schwieriger Prozess, hier zu einer Lösung zu kommen. Und in Wirklichkeit, glaube ich, sind alle Beteiligten guten Willens, auch zu einer Lösung zu finden. Man muss auch nur darstellen, wo gibt es die Bereiche, wo ich sparen kann. Und ich sage, die Betrugsbekämpfung ist leider in der Europäischen Union ein ganz großes Feld. Und wo sind die großen Schwerpunkte, wo ich investieren muss? Weil gerade im Bereich der Forschung auch die Mitgliedsländer sehr, sehr viel tun. Da geht es nur um einen weiteren Anstoß, um dann noch mehr zu erreichen. Ja, aber deswegen meine Frage ja, ob der MFR, den Sie kennen ja, es geht gar nicht jetzt nur um den Vorschlag des Parlaments, sondern tatsächlich Diskussionsbasis ist der Finanzplan der Kommission, ob der diese Ansprüche erfüllt? Also Sie? Gehen Sie davon aus, dass der Finanzplan der Kommission nicht eins zu eins von den Mitgliedstaaten übernommen wird? Ja. Es wird also ein Prozess werden, wo man versucht, einen guten Kompromiss zu erreichen. Ja schon, aber wenn Sie jetzt, während der Ratspräsidentschaft haben Sie ja mit als Regierungskoordinator und,
und Ihr Kollege, Minister Blümel, ist in dem entscheidenden Gremium, in dem auf Ratsebene ja der mehrjährige Finanzplan abgestimmt werden muss, ja, oder vorbereitet und dann von den Regierungschefs. Deswegen schon die ganz konkrete Frage, es wird jetzt diskutiert, aber sind Sie mit diesen Vorschlägen vom Gehalt her zufrieden? Ich frage deswegen konkret nach, denn in den Medien hören wir einfach Aussagen, ja, es darf nicht mehr kosten, aber man hört selten, wofür man eigentlich bereit ist, mehr zu zahlen. Sie haben es jetzt auf den Punkt gebracht, Wir haben auf europäischer Ebene sehr intensiv darüber diskutiert, auch in der letzten Sitzung. Deswegen haben Sie jetzt die Chance, hier zu sagen. Wo wir Schwerpunkte setzen, nur was es den Gesamtbetrag anbelangt, wäre ich ein ganz schlechter Verhandler, wenn ich jetzt meine Kompromissposition bekannt geben oder meine Rückfallposition bekannt geben würde. Aber wir werden sehr darauf achten, dass man beim Budget auch sparsam vorgeht. Die Europäische Union ist nun mal kleiner geworden oder wird kleiner. Mhm. Ein großer Nettozahler fällt weg und darauf muss man einfach reagieren und es muss einen vernünftigen Kompromiss geben. Mhm. Wissen Sie, ich habe es mir nämlich genauer angeschaut, ja, wie das genau ist mit diesen 1,1 Prozent des Bruttonationaleinkommens, das die Europäische Kommission jetzt in den Vorschlag gebracht hat. Da ist ja jetzt auch der Europäische Entwicklungsfonds enthalten, der im aktuellen Finanzplan noch nicht ist. Wenn man das auch herausrechnet und andere Zusätze, bedeutet das in Zahlen natürlich Inflation berechnet und von einem Jahr ausgegangen, dass sich eigentlich nicht wesentlich etwas an der Gesamtsumme ändert. Aber was noch viel spannender ist, und das ist eigentlich deswegen meine Fragen, ob Sie zufrieden sind mit dem Vorschlag. Ich habe mir angeschaut, was zum Beispiel im Bereich Forschung, Innovation und Digitales, nämlich Ihr Ressort, wie da der genaue Plan aussieht im Budget, in der Planung. Und da gibt es eine Verdoppelung des Budgets. Ja, aber Sie haben sich den Gesamtbetrag auch angesehen, oder, der drinnen steht? Natürlich. Und jetzt vergleichen Sie diesen Gesamtbetrag mit den 10 Milliarden Euro, die allein in Österreich, 10 Milliarden, die allein in Österreich notwendig sind, um das 5G-Netz auszubauen. Deswegen habe ich gesagt, das kann nur ein kleiner Anstoß sein. Der große Brocken, die großen Beträge, das müssen es ohnehin die Mitgliedstaaten selbst stemmen. Na, das ist schon klar. Aber Sie wissen auch, gerade was Technologie anlangt, dass ein Euro auf europäischer Ebene ausgegeben viel mehr Wert hat als auf europäischer Ebene, denn wenn Sie in europäische Programme, Entwicklungsprogramme gemeinsam investieren mit anderen Mitgliedstaaten oder EU-Budget, profitiert ja Österreich auch etwas davon. Ja, nur das hilft mir im 5G-Bereich gar nichts, weil ich muss natürlich hier versorgen mit 5G. Das hilft mir nichts, wenn ich nicht versorgt bin und meine wirklich guten Freunde in Java, wo ich oft bin, sind toll versorgt und ich habe, also in diesem Bereich muss ich einfach selbst investieren. Bei anderen Programmen, ja, Horizon 2020 und so weiter, da ist es wirklich interessant, die großen gemeinsamen Projekte umzusetzen. Aber Herr Hofer, ja, selbst bei 5G-Ausbau greifen Sie auf wissenschaftliche Erkenntnisse auch der Mitgliedstaaten und der europäischen Programme zusammen. Zurück. Wenn ich jetzt daran denke, meine, das 5G bringt uns eine zehnfache Geschwindigkeit des Internets von heute. Sie haben es ja selber auch in Ihrer Rede gesagt. Aber sieh mir ganz konkret, schauen Sie mir konkret an, das Budget für Breitband, 5G, das hier vorgesehen ist, das kann wirklich nur ein Anstoß sein. Das war Ihr Argument. Das sind die Forschungsgelder auf europäischer Ebene. Europa zahlt bei 5G ja habe ich kaum noch Forschung, weil das ist ja eine fertige Technik. Also da habe ich nicht mehr viel, wo ich hier investiere. Hier sind die großen Brocken eigentlich, also die eigentlichen Investitionskosten in den Ausbau. Also es gibt jetzt ein Forschungsprojekt in Finnland, wo auf europäischer Ebene ausprobiert wird, wo es schon eine 5G-Zone gibt und wo überlegt wird, weil der Nachteil für alle nicht so technisch Affinen, das 5G-Netz wird zwar 10-mal so schnell sein, als das wir jetzt haben, aber die Sender... Na, viel schneller noch als 10-mal. Ich habe 1 Gigabyte, aber ich habe 10 Gigabyte pro Sekunde. Wir haben jetzt ein 100 Mbit-Netz und ich gehe dann auf 10 Gigabyte pro Sekunde. Das ist viel, viel schneller. Nicht mehr vorstellbar. Ja, also 2 Hollywood-Filme in einer Sekunde,
ja. Wer das will. Also, aber, ja. Aber was die massive Änderung sein wird, und deswegen haben Sie gerade den Ausbau angesprochen, weil die Sendestationen, die wir jetzt kennen, alle viele hundert Meter, dann in 50, 100 Meter Abständen sein müssen. Und deswegen dieses innovative Forschungsprogramm in Finnland, wo in Straßenlaternen, in Kanaldeckel, alle 50 Meter diese Sendestationen, weil Sie sagen, es ist schon fertig aber entwickelt. Aber das ist keine Forschung, das ist ein Test, ist ein Test, eine Testregion. Forschung ist da nichts mehr. Das kann ich, also wir werden 2020 die Landeshauptstädte ausgestattet haben. Also da wird jetzt nicht mehr geforscht, das wird gemacht. Alle 50 China, Meter. China wird, ist bereits beim Rollout wird ausgebaut. Wir werden 2023 alle Hauptverkehrsrouten ausgebaut haben und dann 2025 Österreich. Geforscht wird aber bei den Anwendungen, die es dann noch geben kann durch 5G. Sie müssen sich vorstellen, es wird künftig der Chirurg, den Sie dringend benötigen für Ihre Operation, der muss nicht vor Ort sein. Der kann irgendwo sitzen, viele, viele Kilometer entfernt und macht für Sie die Operation. Oder heute erzählt mir jemand, der im 5G-Bereich wirklich sehr, sehr stark unterwegs ist. Er ist viel in China. Und dort gibt es bereits Ideen. Es gibt dort nämlich großes Interesse an Musik in Österreich. Sound of Music ist dort, jeder kennt das. Es gibt aber keine Musiklehrer, die klassische Musik oder Musik aus Österreich hier lehren würden. Und die hoffen über den 5G-Bereich, dass sie sich einen Musiklehrer oder eine Musiklehrerin aus Österreich engagieren können, wo man dann eins zu eins vor dem Bildschirm Musikunterricht nehmen kann, ohne Verzögerung. Mhm. Also das sind völlig neue Dinge, an die man jetzt noch gar nicht denkt. Und da gibt es ganz interessante Forschungsprojekte. Aber wenn ich nur sagen kann, die großen Gelder sind trotzdem im Ausbau. Also wenn ich denke, ich habe es zur Verfügung für angewandte Forschung in 2 Jahren 890 Millionen Euro. Viel Geld. Aber allein für den 5G-Ausbau müssen 10 Milliarden Euro in Österreich investiert werden. Also das sind ganz andere Ebenen. Das ist schon klar, aber da sagen Sie ja ganz richtig, auf europäischer Ebene, das Geld, das wir da zahlen, sind Peanuts im Vergleich zu dem nationalen Ausbau, den wir brauchen. Und das ist ja nicht in Abrede gestellt, weil das Budget auf europäischer Ebene und für den mehrjährigen Finanzplan ja eine klare Vorgabe hat. Es geht um den europäischen Mehrwert. Und es ist ja nicht die Aufgabe des europäischen Finanzplans, nationalen Ausbau zu unterstützen, sondern das gemeinschaftliche. Um das nur ein bisschen auszuführen, nämlich, und dem entgegen, deswegen bin ich darüber gestolpert, weil mir nicht so bewusst war im Zuhören der Regierung, wo man nur beklagt, es darf nicht mehr kosten, aber nicht den Bürgern auch aufschlüsselt, was da eigentlich diskutiert wird. Also ich habe es ja schon gesagt, in der Forschung fast doppelt so viel auf europäischer Ebene. Für Jugend mehr als doppelt so viel. Für Klima und Umwelt auch fast das Doppelte. Und für Migration und Grenze fast das Dreifache am bisherigen Budget. Und Sicherheit auch das Doppelte und Außenmaßnahmen etwas mehr als 1,5. Und trotzdem kommt im Endeffekt jetzt nicht eine... Ich habe da jetzt einiges auch verdoppelt, verdreifacht und trotzdem kommt am Ende nicht ein doppeltes EU-Budget zu heute heraus. Das wollte ich damit anmerken. Aber das sind doch alles Vorschläge, wo Sie glücklich sein müssen damit, oder? Ich bin sowieso die meiste Zeit glücklich. Das ist gut. Aber wissen Sie, ich habe ja auch in Österreich, wie gesagt, wir haben zum ersten Mal ein Budget, wo es dann keine Neuverschuldung geben wird. Und trotzdem geben auch wir in einigen Bereichen mehr aus, in anderen weniger. Also wir haben zum Beispiel die Zeitungsinserate halbiert, weil ich glaube, nicht alle ganz glücklich sind. Da gratuliere ich Ihnen dazu. Aber das sind bei den richtigen Zeitungen. Das war jetzt eine polemische Zwischenbemerkung, weil das sind kleine Beträge. Also ich entschuldige mich dafür. Aber es gibt Bereiche, da muss ich einfach sparen. Es gibt aber auch, und das darf man nicht vergessen, durch das Setzen der richtigen Impulse auch Mehreinnahmen. Also ich denke immer an, das wäre jetzt nicht sinnvoll, aber damals die Verschrottungsprämie. Wo man gesagt hat, ganz alte Autos, die sehr viel verbrauchen und sehr stark die Umwelt belasten, da zahlt die Republik einen gewissen Betrag und es zahlt das Autogewerbe einen gewissen Betrag, Verschrottungsprämie. Am Ende hat der Staat über die Mehrwertsteuereinnahmen und die Nova einen Gewinn sogar daraus lukriert. Es hat mehr eingenommen, als die Ausgaben für die Verschrottungsprämie waren. Also es gibt kluge Maßnahmen, wo ich schonend, auch und zwar schonend, was den Steuerzahler anbelangt,
die richtigen Weichenstellungen vornehmen kann. Ich bin überzeugt, dass Sie als Minister, als verantwortungsvoll in Ihrem Ressort darauf achten, dass eben das passiert. Aber das Problem auf europäischer Ebene und für den mehrjährigen Finanzplan auf europäischer Ebene ist ja, dass die Europäische Union ja nicht in dem Sinn wie der österreichische Staat Steuereinnahmen hat, ja, sondern das Budget der Europäischen Union lukriert sich aus den Beiträgen. Österreich ist Nettozahler der Mitgliedstaaten. Und es gibt ein paar wenige Komponenten, wo sozusagen die Europäische Union auch selbst Einnahmen lukrieren kann. Zurzeit diskutiert wird zum Beispiel die Plastiksteuer. Wären Sie dafür, dass es unterschiedliche Steuern, wie zum Beispiel die Plastiksteuer oder auch CO2-Emissionssteuern, also im Hinblick auf das Klima oder die Verschmutzung, gibt, die dann auf europäischer Ebene ins Budget fließen? Nein. Ich glaube, dass das Modell der Beiträge aus den Mitgliedstaaten ein richtiges ist. Denn diese Vorschläge münden immer darin, dass europäische Stellen eigene Steuern einheben, aber die Mitgliedstaaten weiterhin auch ihre Beiträge leisten. Ich glaube, wenn wir die Europäische Union jetzt das verstehen, was sie ist, nämlich auch die Summe der Mitgliedstaaten, dann kann man aus diesem System der Beiträge an dem wirklich auch festhalten. Es gibt Nettozahler, es gibt Staaten, die etwas bekommen aus dem Topf der Europäischen Union. Das ist wohl gewichtet, wohl überlegt. Ich würde keine eigene EU-Steuer einführen. Aber das wird es ja nur aufteilen, nicht? Ich meine, das kommt ja trotzdem für... Ich verstehe schon, Sie sagen keine eigene EU-Steuer. Die Plastiksteuer ist jetzt im Konzept drinnen, das heißt, die würden Sie eher schauen, dass die rauskommt. Ich habe keine Freude damit. Okay, ja. Aber grundsätzlich keine EU-Steuer. Also wenn der Herr Juncker sagt, Europa kostet den Bürgerinnen uns pro Tag nicht mehr als eine Tasse Kaffee, wären Sie jetzt nicht dafür, dass man da irgendwie noch extra Steuern zahlt, vom Bürger her? Ich würde es nicht machen. Ich glaube, dass es keine große Akzeptanz auch dafür geben würde. Und diese Vergleiche, wissen Sie, im Endeffekt der Steuerzahler, wenn man das alles zusammenrechnet, so viel Kaffee kann der gar nicht trinken, was die Politik ihm kostet. Gut. Auf Ihr Ressort bezogen, ich habe mir das doch sehr genau angeschaut, was Sie jetzt auch während der Ratspräsidentschaft planen. Sie haben selber auch gesagt, Sie sind ungefähr bei 150 unterschiedlichen Rats, also auf Beamtenebene teilweise Arbeitssitzungen dabei, also viel beschäftigt und da wird sehr, sehr viel passieren. Aber wenn ich mir Ihr Ressort, also Verkehr, Innovation und Technologie ansehe, gibt es da Bereiche, die, und ich komme zum Stichwort Subsidiarität, die keinen europäischen Mehrwert haben, sondern tatsächlich im Sinne ihrer Forderung, dass man auch auf Subsidiarität, nämlich in dem Sinn, dass man es auf den Mitgliedstaat Entscheidungsebene bringt. In Ihrem Ressort, welche Beispiele würde es da geben? Also es ist zunächst sehr, sehr viel. Sie haben den gesamten Verkehrsbereich, Weltraum, Wasser, hat alles Forschung, einen europäischen Mehrwert. Aber wenn ich ein konkretes Beispiel nennen darf, wenn man jetzt versucht, auch PKWs in die Wegekostenrichtlinie hineinzunehmen, das heißt, dass auch ich mit dem PKW eine kilometerbezogene Maut bezahlen soll, dann bin ich der Meinung, das soll subsidiär geregelt werden. Die Mitgliedsländer sind selbst entscheiden. Wir haben ein System in Österreich, das eigentlich so etwas ist wie eine kilometerbezogene Belastung, nämlich die Mineralölsteuer. Und die ist aus meiner Sicht viel gerechter, denn ich entscheide, kaufe ich mal ein Auto, das 5 Liter verbraucht oder 15, zahle ich mehr oder weniger. Was habe ich für einen Fahrstil? Ansonsten gibt es nur pro Kilometer und es ist vollkommen egal, wie ich fahre und was ich fahre. Also ich glaube, dass das Modell der MÖST das Bessere ist. Weil es dann unabhängig ist und da nationalstaatlich besser entschieden werden kann. Weil ich damit auch die Frage, welches Fahrzeug kaufe ich, mit welchem Verbrauch und wie ist mein persönlicher Fahrstil auch gerecht abgebildet habe. Aber wenn das so ein etabliertes, bewährtes Modell ist, wäre es dann nicht vernünftig, das auch im Sinne der europäischen Gemeinschaft auch in anderen Ländern durchzusetzen, damit da diese Erfahrungswerte... Auch nicht, weil ich ja glaube, dass ja auch die Länder völlig unterschiedliche Herausforderungen auch beim Transit haben.
Also man sieht ja auch, dass wir auch versuchen bei der Maut, und wir haben hier die Möglichkeit, bei besonders kostenintensiven Strecken auch bei der Maut eigene Anpassungen vorzunehmen, dass wir auch hier steuernd eingreifen können. Ich würde an diesen Schrauben nicht allzu betreiben. Es betrifft jetzt LKWs, aber ich würde hier den Handlungsspielraum bei den Staaten belassen, weil die Staaten völlig unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen haben. Es ist nicht egal, ob ich auf Malta lebe und dort den Verkehr zu bewältigen habe oder in Deutschland, Österreich, das ist etwas völlig anderes. Die Maut ist, wenn es ums Geld geht, ist natürlich, dann ist man sich selber immer am nächsten und da ist dann ganz auch unterschiedlich. Und wir kennen und wissen ja die Streitigkeiten, die es vielleicht auch in Deutschland, Österreich und darüber hinaus gibt. Aber wenn es um den europäischen Mehrwert, und das möchte ich eigentlich ansprechen, zum Beispiel gemeinsame Standards, was Autobahnen anlangt oder von mir aus auch im Bahnverkehr, da gibt es ja doch wohl keine Diskussion, dass das Mehrwert ist. Und Sie haben ja nach einem Beispiel gefragt, wo der Mehrwert nicht gegeben ist. Ja. Ganz klar bei den großen TEN-Netzen. Auch bei den elektronischen Mautsystemen für LKWs, also dass hier die Systeme ähnlich funktionieren, damit man es auch verwenden kann. Natürlich, das geht da weit über die Grenze, das muss man gemeinsam regeln. Ja, da ist sogar, habe ich gelesen, in einem Vorhaben für die Ratspräsidentschaft jetzt von Ihrem Ressort die Forderung, dass man nicht nur wie die Radarstrafen, die auch im EU in den Mitgliedstaaten eingefordert werden können, sondern eben auch die Mautabrechnung. Genau, also da gibt es momentan noch Probleme. Wenn es einen Mautbriller gibt, das ist ja dann mit diesem System abgedeckt. Das geht momentan, glaube ich, nicht. Oder es gibt ein paar Probleme. Bei uns, unser System ist EU-kompatibel, das passt alles, aber einige andere Staaten müssen investieren. Oder die großen Weltraumprogramme, die wir fahren. Wir sind derzeit mit dem GPS-System völlig in den Händen der USA. Und man kann beim GPS-System die Genauigkeit jederzeit verändern. Also habe ich jetzt eine Genauigkeit von 10 Metern oder schalte ich es ganz ab? Das ist natürlich für die Europäische Union wirklich ein Problem. Deswegen brauchen wir unser eigenes System Galileo. Wir brauchen bei der Erdbeobachtung Copernicus. Und da ist es dann natürlich wichtig, zusammenzuarbeiten. Aber wenn man das so jetzt im Überblick ansieht, würden Sie der These zustimmen, dass eben im Bereich Ihres Ressorts der überwiegende Großteil europäischen Mehrwert hat? Also ich hoffe, dass in allen Ressorts, die wir verantworten, wir einen europäischen Mehrwert haben und dass wir in der Lage sind, dort, wo wir erkennen, dass es in Teilbereichen keinen Mehrwert gibt, dass wir das auch klar ansprechen und sagen, das wollen wir lieber subsidiär selbst regeln. Ja, was wollen Sie subsidiär selbst regeln? Also von der Maut haben wir jetzt schon gehört, aber wo sind die Knackpunkte? Also das ist ja das Subsidiaritätsprinzip anzusprechen, ist ja, Sie haben ja allen Österreicherinnen diesen Fachausdruck jetzt in den letzten Monaten vielfach vorgesagt, also mittlerweile kennt den jeder und vielleicht versteht ihn fast auch jeder. Aber was wollen Sie erreichen? Dann schauen Sie zum Beispiel, dass auch ein Land selbst die Möglichkeit hat zu entscheiden, wen man in diesem Land aufnimmt und wen nicht, dass ich auch einen Spielraum habe, dass ich nicht gezwungen bin, etwas zu tun, was in diesem Land einfach auch nicht gewünscht ist. Ja, aber das ist Asylrecht oder Migrationsrecht. Das ist eh auf nationaler Ebene geregelt. Ja, aber Sie haben mich gefragt, was soll jetzt im Bereich der Mitgliedstaaten also sein und bleiben. Aber ich habe dort nicht nur, ich habe schon auch das Problem, dass ich durch das fehlende Einhalten von Dublin dann Menschen hatte im Land, wie gesagt, die hätten bei mir niemals einreisen dürfen, da hätte ich hier niemals das Asylverfahren abgewickelt. Ja, also die schicken Sie jetzt eh zurück. Naja, wissen Sie, wie schwierig das ist, jene, die einmal da sind, dann auch ausfindig zu machen, jene, die untergetaucht sind, das ist alles viel, was das alles kostet. Also das ist etwas, was uns große Anstrengungen auch abverlangt. Ich meine, Asylrecht ist nationale Angelegenheit. Ja? Wären Sie dafür, und das sicher nicht zu ändern im Subsidiaritätssinn auf nationaler Ebene. Nein, verstehe also ich möchte mir nicht vorschreiben lassen von einer fremden Stelle. Eine Fremde heißt ja europäische, das entscheiden Sie auf europäischer Ebene ja gemeinsam mit Ihren Kollegen. Ich möchte mir nicht von einer fernen Stelle vorschreiben lassen, wer Asylrecht bekommt. Europa ist groß, mir gefällt ein Modell überhaupt am besten, wo
das größte Mitspracherecht auch bei der Gemeinde liegt, wo ich auch mitfragen kann, die Bürger in der Gemeinde, ist diese Person integriert? Mhm. Ist das jemand, der wirklich sich bemüht, mit dabei zu sein? Und das soll schon auch eine große Rolle spielen. Ja, also je näher man da am Fall ist, am Fall am Menschen ist, desto mehr kann ich beurteilen, was ist das für ein Mensch? Ist das wirklich jemand, der gerne Österreicher werden will? Oder ist das jemand, wo ich nicht weiß, ob der nicht sympathisiert mit irgendwelchen Strömungen, die wir in der Europäischen Union und in Österreich nicht haben wollen? Also da ist Nähe wieder etwas sehr, sehr Wichtiges. Aber wenn man das Asylrecht quasi gemeinsame Standards in den Mitgliedstaaten hat, dann würde es wahrscheinlich zu solchen Vorfällen, wie das Dublin außer Kraft gesetzt wird oder nicht eingehalten wird, vielleicht eben nicht mehr kommen. Der wichtigste Punkt in dieser ganzen Diskussion ist, dass die Grenzen geschützt sind. Dann hätten wir uns das alles erspart. Dafür müssen Sie Komponenten finden, damit das funktioniert. Und das Asylrecht wäre ein Punkt. Nein, ein Punkt ist, dass die Grenze geschützt ist. Dass nicht Menschen nach Österreich kommen, von denen wir nicht wissen, ob das Halsabschneider sind, sondern echte Flüchtlinge. Und wenn ich Halsabschneider sage, dann ist es keine Übertreibung, weil einfach Terroristen in der Europäischen Union kommen, die hier einfach andere Menschen töten, umbringen, auch Kinder. Aber mit dem Auto irgendwo hineinfahren. Wie viele Terroristen sind nach Österreich gekommen? Entschuldigen Sie bitte, aber die Terroristen von Paris waren schon in Österreich, das wissen Sie schon. Ja, sind durchgereist, das stimmt. Und mittlerweile hat man da Gott sei Dank ja auch Änderungen gemacht, nämlich dass zum Beispiel, was in Deutschland bei dem Attentäter in Berlin, Weihnachtsmarkt, ja nicht war, dass die Fingerabdrücke nun jetzt so eingescannt sind, dass man einen, der registriert ist, auch tatsächlich im eigenen Land, aber auch in den Mitgliedstaaten verifizieren kann. Aber trotzdem widerspricht nicht das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Und Sie haben Asylrecht, ist ein Menschenrecht, ist ein Grundrecht, zu dem wir ja völkerrechtlich nicht nur durch die Europäische Union und die Verträge, sondern verpflichtet sind. Aber wenn Sie da jetzt unterscheiden, machen Sie da nicht so eine Wertediskussion und bewerten unterschiedliche Menschen. Weil ich unterscheide zwischen Terroristen und denen, die wirklich Asyl benötigen? Ich habe doch gesagt, dass nicht jeder Recht auf Asyl hat. Das ist für mich die Unterscheidung. Da gibt es ja keine Frage. Und eines ist aber auch klar, wenn Sie sagen, Asyl ist ein Menschenrecht, aber hat kein Mensch das Recht, es haben nicht alle das Recht, in Österreich um Asyl zu beantragen. Auch das wird nicht möglich sein, dazu haben wir gar nicht die Kapazitäten. Beantragen können es schon, aber die Frage ist, ob sie ihnen nach der Prüfung gewährt wird. Ja, aber ich sage noch einmal, schauen Sie sich doch um in der Welt, wo werden denn die meisten Asylanträge gestellt? Da, wo das soziale System am besten ausgebaut ist und wie viele Menschen wir in Österreich schon aufgenommen haben. Vergleichen Sie mal die Einwohnerzahl von Österreich mit denen von anderen Staaten und dann pro Kopf, was wir schon alles getan haben. Und mich ärgert das einfach. Und ich meine es nicht Sie, dass uns immer wieder versucht wird, ein schlechtes Gewissen einzureden, dafür, dass wir hunderte Millionen Euro ausgeben, nur um anderen Menschen zu helfen. Und dieses Geld muss auch mal irgendwer verdienen. Und es haben viele, viele Menschen Schutz in Österreich gefunden. Und da habe ich noch kein großes Dankeschön gehört an jene Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, die das auch ermöglichen. Aber ich habe diese positiven Aspekte schon gehört. Ich habe nur deswegen auch nachgefragt, weil wenn Sie von den Terroristen sprechen, ja, und ich glaube, da sind wir uns schon einig, dass wir von einem kleinen, gefährlichen, aber minimalen Prozentteil sprechen. Wissen Sie, wie viele Zuwanderer in Österreich sagen, uns ist die Verfassung egal, für mich zählt die Scharia? Also wenn man sich die Islamstudien ansieht in Österreich, sind es wirklich erschreckende Zahlen. Oder wie viele Zuwanderer in der dritten Generation sagen, ich fühle mich nicht als Österreicher. Und das ist das, was die echte Gefahr ist. In dem Moment, wenn jemand nach Österreich kommt, sagt, die Gesetze sind nicht wichtig. Wichtig ist für mich die Scharia. Aber Entschuldigung, dann ist es wir haben doch Rechtsstaatlichkeit und die sind zur Rechtsstaatlichkeit aufgefordert und die Exekutive sorgt dafür. Nein, aber das Innenministerium hatte, ich glaube, noch unter Michel Leitner, glaube ich, war es noch, oder noch vorher, diese Studie machen lassen. Ja. Und da waren diese wirklich erschreckenden Zahlen, wie groß dieser Anteil ist von Menschen, die sagen, das hat für mich keine Bedeutung. Wir haben ja auch deswegen jetzt auch Moscheen schließen müssen.
weil es diese großen Probleme gibt. Ja, aber das ist ja Rechtsstaatlichkeit, das ist ja, das kritisiert ja auch niemand, sondern im Gegenteil, das ist ja ein Handeln im Sinne der Rechtsstaatlichkeit. Da sind wir uns ja einig. Ich habe mich ja nur etwas, deswegen habe ich nachgefragt, gewehrt, wenn Sie da mit der Fahne der Terroristen und des Terrorismus eigentlich das auf alle, die auf der Flucht sind oder einen Asylantrag stellen, projizieren. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, es sind in diesem Flüchtlingsstrom versteckt. Auch mitbekommen. Und es ging ja um den Grenzschutz. Das war der Ausgangspunkt unserer Diskussion. Absolut, ich habe gesagt, ich muss wissen, wer die Grenze überschreitet. Absolut. Wissen, und wenn dann plötzlich alle ihre Pässe verlieren, zufällig, ja, niemand, alle Pässe sind verloren, dann ist das schon auch sehr eigenartig. Man versteckt die eigene Identität. Man kommt dann erst später drauf über den Dolmetscher, der kommt gar nicht aus dem Land. Ja, das sind, also da gibt es schon sehr viel Missbrauch. Da pflicht Ihnen ja vollkommen bei. Also das meine ich ja auch mit Rechtsstaatlichkeit. Das braucht ein ordentliches Verfahren. Das Asyl ist ein Menschenrecht, aber trotzdem braucht es das Verfahren. Und auch die entsprechenden Konsequenzen. Und deswegen aus meiner Sicht ist es der beste Weg, diese Verfahren außerhalb der Europäischen Union durchzuführen. Wer wirklich Schutz sucht, der ist auch zufrieden, wenn er Schutz findet außerhalb Europas. Wenn Sie sagen, außerhalb der Europäischen Union, wo wollen Sie das machen? Wir haben ja keine Inseln, die irgendwie zur Verfügung stehen. Ja, aber das ist ja mittlerweile ein Vorschlag, der sogar von der SPD aus Deutschland gekommen ist, also von Politikern aus ganz Europa, viel später als wir das gefordert haben. Wo wollen Sie das machen? Na, in Nordafrika muss ich Zonen haben, wo die Leute, bevor sie das Meer überqueren, mit Schleppern, wo ich diese sicheren Zonen schaffe. Wo zum Beispiel konkret? Wir werden es keine Ortschaft nennen. Ja? Nein, das nicht. Aber wo klar ist, dort Asylverfahren, dort wird geklärt, ist das ein echter Asylwerber oder nicht. Das ist der richtige Weg. Und wer macht das? Na, unsere Vertreter, unsere Behörden. Also die europäischen Behörden gehen dann nach Libyen und eröffnen dort ein Auffanglager. Oder wie? Richtig. Wissen. Das wird alles etwas schwierig. Aber also, lieber Herr Moderator, würden Sie das einem SPD-Politiker auch, wissen Sie, dass mittlerweile ganz viele Politiker in der Europäischen Union genau das fordern? Und dass genau das eben das ist, was umgesetzt werden soll? Es tun Sie so, als würden Sie das zum ersten Mal hören und können sich nicht vorstellen, wie das umgesetzt wird. Nein, ich habe es nicht zum ersten Mal gehört. Lesen Sie keine Zeitungen. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, wie es umgesetzt wird. Ja, dann brauchen Sie mehr Fantasie. Brauche ich mehr Fantasie? Aber welches Recht gilt dann dort? Gilt dort europäisches Recht oder libysches Recht? Welches Recht gilt in einer Botschaft zum Beispiel? Auch dort kann man ja hingehen und kann einen Antrag stellen. Sie meinen, dass diese Auffanglager gekoppelt werden an Territorien europäischer Botschaften, damit das exterritorial ist? Nein, schauen Sie, Sie können einerseits zu einer Botschaft gehen, und dort um dieses rechtsstaatliche Verfahren ersuchen. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber das gilt momentan nicht. Und die andere nicht. Seite, wenn ich ausreden darf, ist die, dass ich versuche, sichere Zonen zu schaffen, wo Menschen, die wirklich verfolgt werden, auch Schutz finden, damit sie eben nicht Schleppern ausgeliefert sind. Schlepper, die Boote haben, die untergehen, wo Kinder, Frauen elendiglich im Meer trinken und damit dort einmal Sicherheit gegeben ist. Und dann stelle ich fest, wer sind wirkliche Asylwerber, und wer sind jene, die aus anderen Gründen dann kommen? Ja, aber Sie haben mir gerade auf die Frage gesagt, wer das betreut und in welchem Territorium das ist, dass das an die Botschaften gekoppelt ist und europäisches Recht. Ich habe Ihnen gerade gesagt, es kann in einer Botschaft ein rechtsstaatliches Verfahren durchgeführt werden. Dort finden Menschen Schutz. Ich kann ja kein Asylverfahren nach libyschem Recht durchführen. Ich muss es ja nach europäischen Rechtsstandards durchführen. Das geht ja gar nicht anders. Also dann machen Sie europäische Zonen, wo das dann durchgeführt wird. Das Verfahren läuft nach europäischen oder österreichischen rechtsstaatlichen Kriterien. Das heißt nicht, dass es dort ein Stück Österreich entsteht, an der Küste natürlich. Ja. Aber Sie versuchen, oder das ist Ihre Idee, Sie versuchen, dass Sie in Nordafrika in Zusammenarbeit mit den Staaten diese Möglichkeiten aufbauen. Richtig, so ist das es verstehe genau. ich. So okay, genau. Jetzt habe ich es verstanden. Gut, ich komme. Ich habe hier eine Reihe von Publikumsfragen, die ich gerne berücksichtigen möchte. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Ja, natürlich. Dann würde ich schon einige Fragen hier auch... fangen wir vielleicht
Fangen wir vielleicht mit einer auf lockeren Besucherinnenfrage an. Glauben Sie, dass Panama die WM 2018 gewinnen kann? Das ist eine Frage, bitte. Das haben Sie nicht erfunden. Also, mittlerweile glaube ich alles, weil wir haben gestern Schweiz angesehen, die überraschenderweise einen übergroßen Gegner in Schach gehalten haben. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt kaum einen Bereich, wo ich mich so wenig auskenne wie Fußball. Aber Sie haben zumindest das Spiel der Schweiz gesehen. Das habe ich und gesehen. Und Deutschland wahrscheinlich auch. Nein, habe ich nicht gesehen. Der war ja nicht zu Hause. Sollte Panama bei der WM teilnehmen, ist es möglich, dass sie die WM auch gewinnt? Okay. Herr Hofer, Sie haben mir etwas voraus, ja, weil ich kenne mich in Fußball noch viel weniger aus. Ich habe die Fangfrage gar nicht durchschaut. Wenn Sie jetzt eine nächste, deswegen ist sie auch nicht von mir, eine weitere Frage. Wenn Sie jetzt Bundespräsident wären, würden Sie das CETA-Abkommen unterschreiben? Nein. Die Regierungsparteien haben, das ist ja jetzt durch, also der letzte Teil mit den Schiedsgerichten auch im Parlament, im Nationalrat beschlossen worden, wahrscheinlich dann ohne Ihre Stimme, kein Clubzwang. Ich bin ja nicht im Nationalrat. Ah ja, Entschuldigung, nicht mehr Stimme. Ja. Ich habe verwechselt. Nein, aber wenn ich es erläutern darf. Da sind Sie gut ausgestiegen, dass Sie jetzt wenn, nicht mehr wenn ich's erläutern der darf. Ich habe im Bundespräsidentenwahlkampf gesagt, dass wenn ich Präsident werde, ich erst nach einer Volksabstimmung unterzeichnen würde. Wir haben Koalitionsverhandlungen gehabt. Es wäre eine Koalition mit der ÖVP nicht möglich gewesen, wenn wir bei CETA Nein gesagt haben. Und dann war die Überlegung, was ist uns wie wichtig. Ich glaube, dass diese Regierung gut funktioniert und das, was wir tun, im Sinne Österreichs ist. Bei CETA war es nicht möglich, aber ich bleibe dabei. Wäre ich Bundespräsident geworden, hätte ich es genauso gemacht. Und alle Gegner, die es da auch demonstriert haben vor dem Bundeskanzleramt, da bin ich gespannt, ob sie auch zur Hofburg gehen und dort demonstrieren, wenn Herr Professor van der Bellen unterzeichnen wird. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Aber Sie hätten sich ganz stark gegen den Parlamentsbeschluss gestellt? Nein, ich hätte gesagt, es gibt gewisse Bereiche, die kann ein Bundespräsident alleine entscheiden. Ja, ja, es aber gibt Bereiche, das wäre dann eine Entscheidung gegenüber die parlamentarische. Es ist also alles das, was Verträge sind mit anderen Staaten, kann ein Bundespräsident alleine entscheiden. Und deswegen hätte ich dort gesagt, ich unterzeichne nur dann, wenn vorher eine direkt demokratische Entscheidung durchgeführt worden ist. Also Sie hätten es gar nicht erst im Nationalrat zur Abstimmung lassen? Der Nationalrat hätte abgestimmt, aber meine Unterschrift wäre erst darauf gekommen, wenn es diese Entscheidung gegeben hätte. Da wären Sie ein starker Bundespräsident. Danke für dieses sehr dicke Lob. Ich habe die Wahl trotzdem nicht gewonnen. Ja. Stimmt, aber der auch so nicht in der Verfassung steht. Doch, ich muss jetzt wirklich korrigieren, die Verfassung legt klar, dass der Bundespräsident in diesem Fall entscheidet. Es war sehr lustig, auch zu Beginn dieses Bundespräsidentenwahlkampfes kam man immer wieder Journalisten und sagt, na, was kann denn der Präsident denn schon alleine entscheiden? Der Präsident, der kann ja gar nichts. Nach ein paar Wochen hat es geheißen, um Gottes Willen, der Bundespräsident, der kann viel zu viel, wir müssen die Verfassung ändern. Also das war eine interessante Phase zu sehen, dass sich viele gar nicht mit der Verfassung beschäftigt haben und gar nicht nachgelesen haben, was da drinnen ändern steht. Bitte? Ja, die Verfassung kann er nicht ändern. Nein, aber was die Rechte des Bundespräsidenten der Verfassung anbelangt, da machen Journalisten ein Interview und lesen das vorher gar nicht. Das war auch eine spannende Erfahrung. Herr Hofer, jetzt legen Sie mir aber die Frage auf, werden Sie dann bei der nächsten Bundespräsidentenwahl wieder kandidieren? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so sein wird. Ich sag das deswegen so, weil man muss schon auch ein bisschen Demut haben vor dem, was einem das Schicksal auferlegt. Ich weiß nicht, es sind noch einige Jahre dorthin, was mir in diesen Jahren alles passiert. Ich hoffe, ich bleibe gesund, ich hoffe, es ist alles in Ordnung, ich hoffe, ich mache eine gute Arbeit als Minister.
Und wenn das alles so ist, dann wird das der Fall sein. Aber Demut vor dem Schicksal, es würde mich freuen, aber schauen wir, was passiert. Aber Sie könnten ja auch, da kann ja noch was dazwischen kommen, Sie könnten ja auch EU-Kommissar werden. Also es war übrigens sehr lustig, als ich in Brüssel war, Juncker war ja ein massiver Gegner von mir. Und ich kam immer, um Gottes Willen, was wird mir jetzt der Herr Juncker sagen, was soll ich ihm sagen? Hat er Sie abgepuzzelt? Er hat mir Kusshände geschickt, ganz im Sinn, ja. Und sehen Sie? Das war eine interessante Erfahrung. Ja. Und jetzt als Minister im Rat kommen Sie sowieso immer wieder nach Brüssel. Da könnten Sie sich vorstellen, dass Sie EU-Kommissar werden? Nein, ich glaube, das ist etwas... Da wären Sie lieber Bundespräsident. Da werde ich lieber Bundespräsident. Wirklich? Aber auf EU-Ebene könnten Sie ja noch viel mehr bewirken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie wollen ÖVP in dieser Koalition die plötzliche Idee hat, mich zum EU-Kommissar zu machen. Ich glaube, die brauchen mich als Koordinator. Ja, schon, aber könnten Sie auf europäischer Ebene. Ich meine, ich würde ja nichts ausschließen. Nein, es ist Ihr Charme und ja. Ihr diplomatisches Talent. Ich glaube, dass ein Lottogewinn wahrscheinlich ist und ein Lottogewinn mit mehr Glück versehen ist, als diese Funktion auszuüben. Ich glaube, ich wäre nicht der optimale Kommissar. Wären Sie nicht? Nein, ich glaube, da habe ich andere Talente. Okay. Ich muss etwas, Verzeihung, etwas selektiv. Das haben wir gerade gehabt mit den CETA. Warum lässt die EU Waffenlieferungen in kriegsführenden Ländern zu? Oder kriegsführende Länder zu? Sie haben vollkommen recht, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Aber das ist halt insgesamt ein eigenartiges Geschäft, das Waffengeschäft. Wer hat denn am meisten Interesse an Waffen? Jene, die sich entweder schützen müssen oder jene, die angreifen. Und in kriegsgebeutelten Regionen sind auch Menschen, die sich schützen wollen. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, soll man denen Waffen geben oder nicht? Meine Meinung ist einfach, dass oftmals die Konflikte großer Mächte auf dem Rücken Dritter ausgetragen werden. Und das ist das, worauf wir aufpassen müssen. Hier eine Frage. In einer globalisierten Welt braucht es keine oder eine neue Genfer Konvention? Die Genfer Konvention ist eine ganz, ganz wichtige Vereinbarung, die viele Menschen auf dieser Welt schützt. Ich kann nicht ausschließen, dass sich diese Konvention weiterentwickelt und besser wird. Also ich glaube, dass die besten Verträge, die besten Vereinbarungen sich weiterentwickeln. Eine Konvention dieser Art braucht man. Sie wird wahrscheinlich in 100 Jahren anders aussehen, als das heute der Fall ist. Ja, ich meine, da muss ich schon die Frage stellen zum Brenner-Basistunnel. Wer hat das beschlossen? Mit keine Anschlüsse für Italien und Deutschland. Ich verstehe es nicht ganz genau. Wer bezahlt? Ich weiß, was gemeint ist. Ja. Ja, was tut die EU und unsere Nachbarn? Beim Brenner Basistunnel haben wir das große Problem oder die großen Befürchtungen, dass die Zulaufstrecken nicht rechtzeitig fertig werden in Italien und in Deutschland, die wir benötigen, damit der Tunnel auch wirklich voll genutzt werden kann. Nur auch in Deutschland hat man dasselbe Problem wie wir in Österreich, dass die Genehmigungsverfahren oft so lange dauern. Also UVP-Verfahren, Anrainerbeschwerden und so weiter. Und deswegen gibt es dort Verzögerungen. Wir hoffen, dass diese sich nicht zu schwerwiegend niederschlagen werden. Welche Innovationen gibt es seitens des Verkehrsministers, um Mikroplastikabrieb bei Reifen zu vermeiden? Sehr speziell. Vielleicht was für die Ratspräsidentschaft, ja, auf europäischer Ebene? Es ist natürlich der Reifenabrieb bei normalen Gummireifen evident ein Problem, aber bitte auch nicht vergessen, ich habe es vor kurzem gesehen, auch ein erheblicher Anteil des Feinstaubs kommt auch von der Schiene. Also wir haben nicht nur von den normalen Gummireifen, es passiert überall, wo Bewegung ist, gibt es auch diesen Feinstaub. Ich kann nur sagen, wir investieren viel in Forschung. Vielleicht werden auch mal Projekte dabei sein,
wo es auch hier eine Lösung gibt. Momentan sehe ich diese Lösung leider nicht. Also das ist eine Gesundheitsgefährdung, die überall besteht, wo es Verkehr gibt und wo es Bewegung gibt. Ich habe das ein bisschen eine längere Frage, aber ich möchte sie trotzdem vorlesen. Herr Bundesminister, beim Brennergipfel letzten Dienstag in Bozen kam es wiederum zu keiner Lösung der Transitproblematik. Die Menschen entlang der Transitstrecke leiden unter Feinstaub, Stickoxiden und Lärm. All dies kann mit LNG, also das ist Liquefied Natural Gas, also Flüssiggas, als Treibstoff eliminiert oder zumindest stark verbessert werden. Warum diskutiert man nicht mit der Tiroler Landesregierung über eine mögliche Bevorzugung von LNG-LKWs auf der Brennerstrecke, wenn dieser Treibstoff die Situation doch so deutlich verbessern würde? Zudem kann LNG eine rot-weiß-rote Umweltlösung darstellen, da wir die gesamte Wertschöpfungskette in Österreich abbilden könnten, was nicht nur der Umwelt, sondern auch der Wirtschaft hilft. Es stimmt, LNG ist in aller Munde, aber wenn ich vielleicht den Gipfel noch ansprechen darf, wir haben dort ein MOU, ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Landeshauptmann Platter war aus ganz bestimmten Gründen nicht dabei. Es war eine Phase beim Gipfel, wo dieses MOU fast gescheitert wäre, weil dort die Meinung vertreten worden ist, entweder unterschreiben alle oder niemand. Und hätten wir das nicht unterzeichnet, wäre alles, was wir in den Jahren davor ausverhandelt haben und aufgebaut haben, natürlich gefährdet gewesen. Deswegen aus meiner Sicht ganz wichtig, dass es unterzeichnet worden ist. Und was ist alternativ oder andere Antriebstechniken anbelangt, ich glaube, dass LNG in einer ganz bestimmten Phase der Entwicklung eine wichtige Rolle spielt, aber dass es letztendlich Wasserstoff sein wird in Zukunft. Worauf wir Österreicher und auch die Europäische Union achten muss, dass wir nicht uns in neue Abhängigkeiten begeben. Das betrifft auch Elektrofahrzeuge. Ich muss bei Elektrofahrzeugen eine europäische Batterieproduktion aufbauen, sonst baue ich neue Abhängigkeiten. Also das muss einmal sichergestellt sein. Und beim Wasserstoff ist es einfach so, wir haben im Bereich der Erneuerbaren in vielen Bereichen satte Überschüsse und ich kann mit diesem Überschussstrom in die Elektrolyse gehen, klar, mit einem geringeren Wirkungsgrad, aber bei Überschüssen spielt der Wirkungsgrad nicht die wichtige Rolle, kann Wasserstoff Sauerstoff erzeugen und kann sogar, wenn ich CO2 beimenge, methanisieren. Also das wird das sein, was eine immer größere Rolle spielen wird, auch sogar in privaten Haushalten. Es gibt in Japan ganz interessante Projekte, auch im eigenen Haushalt eine Brennstoffzelle zu haben, wo ich selbst auch zu Hause nicht nur heize, sondern auch meinen Strom damit erzeuge. Also da tut sich unfassbar viel. Sehr geehrter Herr Minister Hofer, die neue Seidenstraße ist ein viel kritisiertes Projekt. Warum schützen Sie den Zugang eines kommunistischen Regimes in unser Land, wenn selbst die wirtschaftliche Seite dieses Projekts längst zweifelhaft ist? Warum helfen Sie mit, unser Land an die Kommunistische Partei Chinas zu verkaufen? Wo ist hier Ihr Rückgrat? Gut, ich wünsche mir, dass diese Person, die das geschrieben hat, auf alle Produkte aus China verzichtet. Dann ist sie mein Held. Ja? Also nichts mehr kaufen, was irgendwo aus China kommt, dann ist es authentisch und glaubwürdig. Schauen Sie, wir haben diese Produkte aus China, die kommen mit dem Schiff, mit Schiffen, die wirklich die Umwelt verpesten, dann mit dem LKW, mit einer enormen Verkehrsbelastung. Ich will nichts anderes machen, als diesen Weg auf die Schiene zu bringen, elektrisch, mit einer völlig anderen Belastung und mit der großen Chance, dass auch unsere Unternehmen die Möglichkeit haben, auch Produkte nach China zu bringen. Zum Beispiel, ein Glas Honig aus China, aus Österreich kostet in China 20 Euro. Warum? Die füttern alle mit Zucker zu, so wie das bei uns die Imker nur machen, nur im Winter. Wir haben Bienen zu Hause immer gehabt. Und die wollen wirklich auch diese Produkte, diese gesunden und naturnahen Produkte aus Österreich. Also da haben wir auch eine Chance, dass von unserer Seite etwas transportiert wird. Aber wirklich, wenn man diese Ansicht vertritt, und ich verstehe die Ansicht, ich verstehe sie, aber dann muss ich selbst konsequent sein und sagen, ich verzichte auf diese Produkte. Und wenn sie mir alles wegstreichen, was aus China ist, bleibt nicht viel übrig. Das ist leider derzeit so. Aber was wird uns die Zukunft bringen? Auch dort entwickelt sich das Land. Auch dort gibt es einen immer stärkeren Mittelstand, ein immer größeres Einkommen. Und es wird auch dort die Phase kommen, wo sich die Menschen erheben
und mehr Demokratie einfordern werden. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung, die wir in vielen Bereichen der Welt immer gesehen haben. Je reifer Menschen werden, je mehr sie auch an Wohlstand gewinnen, desto mehr gibt es letztendlich auch den Wunsch der echten Mitbestimmung. Und das wird auch in China passieren, ich bin fest davon überzeugt. Wir sind schon sehr am Zeitlimit, ich möchte darauf achten. Darf ich trotzdem noch ganz wenige Fragen, kurz, natürlich, bündig? Ja. Für Sie auch okay? Bitte. Ja, bitte, gut. Das ist eher eine kurze Frage. Kennzeichen und Versicherung für Fahrradfahrer. Also muss Ihnen sagen, ich bin jetzt wieder vor ein paar Tagen gefahren, ich habe einen Streetstepper. Das ist so ein, schaut aus wie ein Fahrrad, man steht drauf und man steppt und die Steppbewegung wird in eine Vorwärtsbewegung. Also so, ja, aber man fährt damit. Mhm. Unfassbar, das Problem sind nicht die Autofahrer, das Problem sind einige Fahrradfahrer, die machen, was sie wollen. Aber, ich habe es auch schon im Ministerium prüfen lassen, es gibt keine organisatorisch sinnvolle Möglichkeit eines Kennzeichens. Ich müsste das am Gewand befestigen, nicht am Radl. Es ist ganz, also der einzige Weg, den man, es ist wirklich schwer. Das Einzige, was ich machen kann, ist verstärkt kontrollieren, mehr Fahrradpolizisten und dann auch Ordnung hineinzubringen. Weil die meisten Fahrradfahrer, völlig okay, aber das ist so wie ein Narrensaum, wie es ihn überall gibt, die machen wirklich, was sie wollen, nehmen keine Rücksicht auf Fußgänger und nicht auf andere Radfahrer und Autofahrer sind auch egal, weil der muss da nicht zahlen, wenn er einen Fehler macht. Und das sind ein paar, die das Image der Fahrradfahrer wirklich, dem wirklich schaden und die müssen kontrolliert werden, die müssen auch ordentlich bestraft werden. Wir diskutieren das dann später. Nein, ich habe es wirklich angesehen, Sie müssten ein Kennzeichen wirklich, und es soll ich nur wegen Wien in ganz Österreich die Vorradlfahrer verpflichten, dass sie, ich kann nur für ganz Österreich das machen, dass alle die Kinder im Waldviertel und alle eine Nummertafel tragen wollen. Das, also wir müssen das Problem im urbanen Bereich einfach deswegen auch anders lösen. Ich weiß nicht, ob Sie dann nachher sofort weg müssen, aber wenn Sie dann noch eine Zeit auf ein Gläschen Wein haben, bin ich mir sicher, dass einige Bürgerinnen... Als Burgenländer habe ich immer Zeit für ein Gläschen Wein. Schauen Sie, das wissen Sie. Der Herr Minister hat es gerade versprochen, er trinkt einen Wein mit Ihnen. Aber nicht mit jedem, weil sonst bin ich erledigt. Sie können auch bei uns im Haus dann übernachten. Das ist eine schöne Schlagzeile. Minister Hofer schläft seinen Rausch im Haus der Europäischen Union. Ausgezeichnet, ja. Was glauben Sie? Da würde heute und Österreich sich freuen. Das ist zwar keine Frage, aber ich möchte es trotzdem nicht übergehen. Ich bin beeindruckt von Ihrer Fähigkeit, Fragen auszuweichen. Bezieht sich nicht auf mich, sondern leider auf Sie. Dennoch die erneute Frage, wie genau wollen Sie die Außengrenzen besser schützen? Nachdem ich das eh schon 5-mal gefragt habe, lassen wir das. Was halten Sie davon, dass Horst Seehofer sagte... Nein, aber darf ich fragen, ist mir jetzt wirklich der Meinung, dass ich diese Frage nicht beantwortet habe? Ja, das steht da. Sind Sie auch alle der Meinung? Dann sage ich es noch einmal. Dann, ja. Also ich sage es noch einmal, ich sage es trotzdem noch einmal. Die Staaten an der Schengen-Außengrenze sind offenbar nicht in der Lage, alleine das Problem zu bewältigen. Deswegen müssen auch die anderen Mitgliedsländer ihren Beitrag leisten. Sie haben die 5 Polizisten erwähnt. Die werden aber die Grenze nicht reichen. Das heißt, ich muss finanziell, ich muss personell einen Beitrag leisten, damit es zu bewältigen ist. Es ist zu bewältigen, weil ja auch andere Staaten, die auch an der Küste liegen, auch in der Lage sind, ihre Grenzen zu schützen. Und deswegen gibt es ja auch Frontex zur Unterstützung, wo ja das Geld der Mitgliedstaaten zusammenfließt nicht, und auch personell. Ja, nur muss Frontex darf nicht eines machen, wenn Schlepper kommen mit einem Boot, die Flüchtlinge aufgreifen und nach Europa bringen, sondern wenn Schlepper das machen, die Flüchtlinge aufgreifen und wieder zurück nach Nordafrika bringen. Das ist nämlich der richtige Weg. Herr Minister, ich widerspreche Ihnen sehr ungern, aber das, was Sie gerade gesagt haben, ist... wieder das Völkerrecht. Das passiert auch 3 Kilometer vor der Küste. Und zwar nicht vor unserer Küste. Sie meinen die 12-Meilen-Zone. Sondern auch vor der... Und das ist das Problem, das wir haben. Das ist natürlich was anderes. In der 12-Meilen-Zone, direkt an der Küste, da geht wird es. Wird auch nicht zurückgebracht, sondern schon, nach Europa gebracht. Schon, aber sehen Sie, dieser Unterschied, der Unterschied in der Bezeichnung macht es.
Was halten Sie davon, dass Horst Seehofer sagte, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört? Ich kann dem nicht widersprechen. Würden Sie das für Österreich genauso sagen? Ja, ich habe das auch, ich muss nur erklären, ich habe das auch schon einige Male gesagt. Das heißt für mich nicht, dass der einzelne Moslem nicht nach Österreich gehört. Ich habe Freunde, das sind Muslime, das sind gute Freunde von mir. Aber die Geschichte Österreichs ist keine, die vom Islam geprägt ist. Die Geschichte Österreichs ist geprägt von Judentum, von Christentum, von Humanismus, Antike, Aufklärung und so weiter und so fort. Das ist unsere Geschichte. Und ich glaube, es ist es auch wert, diese Werte auch zu verteidigen, im positiven Sinne. Also ich bin der Meinung, und das ist jetzt für mich das Allerwichtigste, wenn Muslime nach Österreich kommen, und es gab diese Studie, klar zu machen, es steht in Österreich immer das Recht in die Verfassung über religiösen Dogmen. Mhm. Das meine ich. Also was macht den Staat aus? Den Staat macht es ja nicht erst die Religion aus, sondern den Staat macht, das macht unsere Verfassung aus. Ja, und das meine ich damit. Aber die Nuance, wenn Sie sagen, der Islam gehört nicht zu Österreich, die Muslime, haben Sie gesagt, gehören, aber der Islam ist eine anerkannte Religion in Österreich. Eine anerkannte Glaubensgemeinschaft, wobei wir auch hier wirklich Grenzen setzen müssen. Weil ich habe vorher diese Probleme genannt, dass manche glauben, die Scharia stünde über unserem Recht. Ja, aber die Scharia ist ja nicht der gesamte Islam. Das ist ja nur. Nein, aber ein großer Teil sieht diesen Teil oder diesen Teil des Islam als über der Verfassung steht. Und man muss auch klar unterscheiden zwischen dem politischen Islam und dem Islam. Also das ist schon etwas, wo wir schon auch nicht, da dürfen wir nicht blauäugig sein und sagen, alles in bester Ordnung, da passiert gar nichts. Es ist schon etwas, wo man ein Auge drauf haben muss. Hier eine Frage, und ich muss vielleicht zur Erklärung sagen, Sie haben es vorher schon sich in die erste Reihe öfter gewandt, der ungarische Botschafter ist auch bei uns, den ich auch sehr herzlich begrüße, aber verzeihen Sie trotzdem eine kritische Frage im Hinblick auf Ihren Präsidenten. Die Visegrad-Staaten verstoßen immer wieder europäisches Recht, also gegen europäisches Recht. Orban missbraucht das Einstimmigkeitsprinzip für seine rein nationalen Interessen. Was sagen Sie dazu? Ich widerspreche dem ganz entschieden. Wenn wir auch in der Phase der Krise 2015 ja, nicht die Aktivitäten Ungarns gehabt hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Ich habe noch ein Bild im Kopf, das mich wirklich schockiert hat. Es war in einer Zeitung, abgedruckt in vielen Zeitungen, da sah man ungarische Polizisten über Eisenbahnschienen gebeugt, über eine muslimischen Frau und muslimischen Kinder, und der Untertitel war, dass eben ungarische Beamte hier die Familie, also Frau und Kinder, auf die Gleise gestoßen hätten. Also schockierend. Und dann tauchte ein Video dazu auf. Tatsache war, der Ehemann hat Frau und Kinder auf die Gleise gestoßen, wild herumgestikuliert, und die Beamten sind dorthin geeilt, um dieser Familie zu helfen. Also bitte kein falsches Bild zeichnen von unseren Nachbarn. Und wenn man sagt, verstoßen gegen EU-Recht, was ist mit Italien, mit den Konvergenzkriterien, Maastricht-Kriterien? Oder haben nicht auch wir selbst Österreich verstoßen gegen EU-Recht, als wir die Verschuldensquote anders gestaltet haben? Also ich glaube, es gibt mittlerweile kaum ein Land in der Europäischen Union, das nicht auf irgendeine Art und Weise auch gegen europäisches Recht verstoßen hätte. Und ich bin der Meinung, es ist in Ordnung, auch andere Länder zu kritisieren, aber wenn ich mir anschaue, wie ein Herr Asselborn umgeht mit Kritik an anderen Ländern, an Freunden, die wir eigentlich sein sollten, sagt, dieses Land gehört aus der Europäischen Union hinausgeschmissen, dann ist das für mich nicht der europäische Gedanke. Europäische Gedanke heißt, dass wir das Gemeinsame suchen, dass wir dort, wo es Probleme gibt, ja, das ansprechen, aber nicht sagen, wir wollen nicht, dass ihr Mitglied seid. Und für mich ist Ungarn eines der wertvollsten Mitglieder in der Europäischen Union. Wir können es ja später vertiefen, also das heißt auf den Punkt gebracht, Sie sehen da nicht jetzt irgendwelche, das europäische Recht der weniger eingehalten wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass es hier die braven Mitglieder der EU gibt und die bösen Mitglieder der EU. Das wäre eine Spaltung, die wir wirklich nicht wollen. Aber Sie sehen auch diese Spaltung nicht in Ungarn.
Nein, Ungarn ist ein demokratisches Land. Es gibt dort Wahlen und die Menschen wählen ihren Ministerpräsidenten, die Parteien, die sie wählen wollen. Mhm. Und ich würde es mir verbieten, dass sich jemand bei uns einmischt und sagt, welchen Bundespräsidenten, also Moment, ist ja passiert, welche Partei gewählt werden soll bei Nationalratswahlen. Das ist nicht in Ordnung. Der Herr Bundespräsident van der Bellen hat heute Vormittag hier gesagt bei seinem Europa-Statement, dass Europa für ihn auch Freiheit bedeutet und auch die Freiheit zu streiten. Also so auch zu, ich meine, wir sind ja nicht dabei, wenn Sie dann im Rat sitzen, aber vielleicht streiten Sie ja dann auch mit dem, also Sie sind ja nicht mit Herrn Asselborn in einer Ratsformatierung, aber vielleicht kommt Sie dazu. Ja, aber auch mit ihm. Also, und der Herr Bundespräsident hat natürlich vollkommen recht, wenn er sagt, ja, und ich glaube, eine gute Streitkultur ist ja auch etwas Positives. Ich glaube, dass ja auch hier die Diskussion so interessant ist, weil wir beide auch zwischendurch ein bisschen mehr Emotionen gezeigt haben. Aber ist ja okay, das oder? Gehört zum Leben dazu. Genau. Also ich glaube, dass ich möchte in keiner Familie leben, wo die emotionslos ist. Und ich möchte keine Politik erleben, wo auch im Parlament nicht gestritten wird, weil das ist nämlich eine Politik, wo es nur eine einzige Partei im Parlament gibt. Also wir müssen dankbar sein, dass wir miteinander streiten können, und da hat der Herr Bundespräsident auch vollkommen recht. Absolut. Ja. Streiten mit dem Ergebnis einer Lösung oder einer eines Kompromisses. Und wo wir dann auch nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Herr Bundesminister, ich möchte zum Abschluss unseres Gespräches mit Ihnen einen ganz schnellen, flotten Wordrap machen. Es sind nicht nur Wörter, sondern Sätze, die ich Sie bitte zu vervollständigen. Manches ist nicht ganz tierisch ernst gemeint. Also lassen Sie es einfach von der Seele baumeln. Ich bin gerne Politiker, weil... Bin ich gern Politiker? Nein. Weil ich solche Abende wie heute erleben kann. Also für mich, wenn ich ergänzen darf, das ist für mich der schönste Teil in der Politik. Erholung. Und das ist kein Reinschleimer, das muss ich schon sagen. Ja. Erholung finde ich am besten, wenn? Wenn ich im Cockpit sitze. Alexander van der Bellen würde ich ins Poesiealbum schreiben. Sie machen Ihre Arbeit sehr gut. Ich wusste nicht, dass Sie mit vom Cockpit antworten, aber die nächste Frage. In luftigen Höhen im Cockpit fühle ich mich wie? Ich fühle mich frei, völlig frei. Wenn ich 3 Wünsche frei hätte, würde ich in der EU? In der EU. Für einen sicheren Grenzschutz sorgen, für einen Goldesel sorgen, der ein gutes Budget sicherstellt. Und was mir ganz wichtig ist, ich hätte gerne eine sehr, sehr charismatische Persönlichkeit des künftigen Kommissionspräsidenten oder Präsidentin. Wenn ich nur erklären darf, ich glaube, wie sehr wir uns identifizieren mit der EU, hängt auch immer von Persönlichkeiten ab. Und es gibt Personen, die sind in der Lage, für Dinge wirklich zu begeistern. Und ich wünsche mir so einen Präsidenten oder so eine Präsidentin. Ja. Die Österreicherinnen und Österreicher sind für mich? Das sind die Menschen, die dieses Land ausmachen. Es ist also nicht das Territorium, es sind die Menschen, die Österreich ausmachen. Wütend macht mich? Eigentlich gar nichts. Also es ist wirklich schwer, mich wirklich wütend zu machen. Denn wann war ich das letzte Mal wütend? Keine Ahnung. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich muss meine Frau fragen, die wird das sicher wissen. Meinen Hund würde... Oder würde ich nicht zu Sebastian Kurz in Pflege geben, weil... Weil ich die Befürchtung hätte, dass er noch dicker wird. Folgenden Lebenstraum möchte ich mir noch erfüllen. Das passiert schon am Donnerstag. Ich mache die Schleppberechtigung, damit ich Segelflugzeuge, also meine Freunde, die Segelfliegen, mit dem Motorflugzeug nach oben schleppen kann. Und die letzte Frage... Für die EU meiner Enkelkinder wünsche ich mir,
Frieden, dass es eine Gemeinschaft bleibt, wo man sich verträgt. Herr Bundesminister Hofer, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Danke.